Hallo und herzlich willkommen zum 12. öffentlichen Treffen für Erfahrungsberichte. Heute ist Montag, der 28. Mai 2018. Es ist kurz nach 7:30 und herzlich willkommen an alle. Und eure Co-Hosts heute Abend sind Mario Kienappel und Christian Böttgenbach und meine Wenigkeit Danny Mo. Und ich freue mich ganz herzlich. Und Und bin. Stefanie Spielberg. Oh, Stephanie auch, ja? Stephanie co-hostet? Das ist süß, danke schön. Ja, ich bin auch da. Guck, guck. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen hier. Happy Birthday, unser Einjähriges. Und ich, ja, übergebe das Mikrofon. Ich freue mich auf den ersten Erfahrungsbericht für heute Abend. Wer mag beginnen und mit uns teilen? Ja, dann kann ich auch gleich mal anfangen. Super. Ich habe nur eine Kleinigkeit, so einen kleinen Bericht darüber, dass wir ja jetzt angehalten sind, uns zu vernetzen, uns zusammenzuführen in jeglicher Form, sei es technisch mit den Markgrafs oder wir mit den Markgrafs oder wir Menschen untereinander, mit der Natur, mit den Tieren. Und ich habe schon seit einiger Zeit immer, wenn ich so, egal ob es in der Straßenbahn ist oder wenn ich durch die Stadt gehe, wenn ich Menschen begegne und die direkt anschaue, dass da wir uns gegenseitig irgendwie anlächeln teilweise und da so ein gewisses, ja, eine gewisse Verbindung da ist. Und heute ist mir das aufgefallen, dass das einfach intensiver war. Also, dass in der Straßenbahn, ich habe gelesen und dann hochgeguckt und da schaute mich eine junge Frau an und da war so eine intensive Verbindung da. Und das geht eigentlich über Familiäres hinaus. Also ein enormes, wie ein Erkennen, wie ein enorme Liebe untereinander und also regelrecht faszinierend. Also ich denke mal, da tut sich sehr viel im Moment. Das war's auch schon. Fantastisch, danke schön, Stefanie. Wenn ich daran einmal anknüpfen darf, also bei mir ist das so, dass immer dann, wenn ich, also bestimmte Situationen, die, sage ich mal, der Auslöser für sowas sind, wie zum Beispiel, wenn ich, wenn jemand irgendwas gemacht hat und ich dann auf einmal drüber nachdenke, warum er das gemacht hat und dann zu einem Verständnis komme, also dass ich auf einmal statt jetzt verurteilen, Verständnis, dann ist sowas oft ein Auslöser dafür. Ich habe aber auch festgestellt, dass genau das Gegenteil, also dass eigentlich das Schließen dieser Verbindung ist das Kritisieren oder Verurteilen. Also in dem Moment, wo man jemanden analysiert, kritisiert, verurteilt oder irgendeine auf die Seite, dann ist diese Verbindung weg, was du da so eben beschrieben hast. Und das, weil das wie soll man sagen, also dieses Verbinden, es ist ja eine Offenheit gegenüber. Und zu erkennen, dass der andere genauso jemand ist wie man selber und genauso vielleicht nicht perfekt ist, aber genauso, sage ich mal, sein Bestes gibt im Leben und natürlich auch individuell jeder unterschiedliche Herausforderungen im Leben hat und so weiter. Dass selbst wenn jemand etwas, sag ich mal, in Anführungsstrichen Negatives tut, was man selbst nicht tun würde, dass man trotzdem dem mit Verständnis begegnen kann und nicht, wie gesagt, mit Kritik und Verurteilen, weil das ist nämlich genau der Prozess, der dieses Verbinden dann unterbricht. Schön gesagt, danke euch. Und danke auch für eure Beobachtung. Hat da noch jemand was hinzuzufügen oder habt ihr noch Fragen an Stefanie oder Mario?
Okay, dann habe ich noch eine Frage an Stefanie. Stefanie, worauf führst du das zurück? Würdest du sagen, das hat damit zu tun, dass du deine Aufmerksamkeit mehr darauf lenkst, deine Intention, oder dass du dich umgeben hast mit den Ganzsorten oder durch Gespräche in den Klassen? Oder worauf würdest du das zurückführen? Also mit technischen Mitteln, mit Ganzsorten habe ich eigentlich recht wenig gemacht. Da habe ich mit Studienbeginn einiges gemacht, aber habe dann von vornherein für mich entschieden, dass ich das von mir aus mit meinem Körper, mit meiner Seele mache. Insofern denke ich, dass es in erster Linie von mir ausgeht, dass ich offen dafür bin und dann vielleicht auch die Ausstrahlung habe, dass sich das mit gewissen Menschen sich da eine Verbindung herstellt, vielleicht eine Spiegelung, Ähnliches in dieser Art oder eben ja mit diesen Energien, diese, wie eben Herr Kesche auch erklärte, dass eben die einzelnen Markgrafs sich verbinden untereinander. So ist es eben auch mit uns Menschen. Wir sind ja im Grunde genommen das Vorbild für den Markgraf oder der Markgraf das Abbild von uns Menschen. Und dass da diese Verbindung so nach und nach bei den Menschen auch stattfinden und eben bei mir gewisse Dinge dort aufgrund auch Schulungen, dass sehr, sehr viele Menschen in der Vergangenheit auf mich zugekommen sind, die auch nicht unbedingt dem Barbie-Puppen-Image, sage ich jetzt mal, entsprechen, sondern dass sehr, sehr viele Menschen, ja, sei es, ich weiß nicht, wie ich das jetzt bezeichnen soll, die mit einem gewissen Handicap, die auch nicht so, ja, wie gesagt, wunderschön aussehen, sehr, sehr viele Menschen, die mich so, wo ich das Gefühl hatte, dass sie mich auch so ein bisschen prüfen, wie ich denen gegenüber begegne. Und das habe ich dann mit der Zeit gelernt, dass ich nicht das Äußere betrachte, sondern mehr das dahinter, also mehr die Seele betrachte. Und das ging über die Zeit wesentlich besser. Und ich denke mal, dass das eben dieser Schulungsprozess ist, dass ich auch jetzt bei Menschen, die ich betrachte oder die mich betrachten, dass da nicht mehr diese äußere Verbindung stattfindet, sondern eine gewisse Seelenverbindung schon. Und dass dadurch dieses Erkennen und von Seele zu Seele stattfindet und dann sich eben in der Physikalität zeigt, dass man sich anlächelt. Super, danke schön. Das hast du schön gesagt. Ich finde es auch ganz toll, dass wir ein bisschen in diese Richtung unterwegs sind und Erfahrungsberichte haben, die jetzt sich darauf beziehen. Es sind natürlich auch alle anderen herzlich eingeladen zu teilen, egal ob ihr Experimente habt oder jetzt ähnliche Erfahrungen wie Stefanie oder wie Mario. Dann könnt ihr die Hand heben oder einfach euer Mikrofon öffnen und wir hören gern von euch. Danke mich. Super. Hallo, hier ist der Andreas. Andreas. Ich bin jetzt auch ein bisschen weggekommen von den technischen Dingen, weil ich einfach die Zeit nicht dazu habe. Und ich wohne jetzt wieder bei meinem Sohn und bei seiner Mutter, mit der ich aber nicht zusammen bin. Und ich habe am Anfang so geschwärmt davon und wie toll alles ist. Und das ist auch alles toll, weil es bewegt sich in super Richtung.
so wie es Mario gesagt hat, so wie das Urteilen, das hat mich in einen Streit gebracht, für den ich mich 2-3 Tage sehr geschämt habe. Und ich habe da auf einmal gemerkt, wie ich überhaupt keine Feldstärke mehr habe, wo ich da gesessen bin und mir gedacht habe, was bist du nur für ein Idiot? Und ja, ich kann es immer nur wieder für mich selber wiederholen und nicht aufpassen und muss aufpassen, dass ich nicht immer in diese Fallen tappe, jemanden zu urteilen oder zu meinen, man kann über denjenigen richten. Denn es wird einem jeden Tag die Chance geboten, das zu tun, aber wenn man das einfach nicht tut, dann bewahrt man nicht nur den Frieden in sich, sondern auch rundherum und das ergibt sich eh alles von alleine in die richtige Richtung. Danke dir, Andreas. Danke auch, dass du deine Geschichte mit uns teilst oder geteilt hast. Das finde ich ganz toll und auch ganz mutig, muss ich sagen. Und ich finde es auch schön, dass immer mehr von uns den Mut finden, öffentlich darüber zu sprechen, was in uns vorgeht. Und das, denke ich, trägt auch dazu bei, dass wir näher zusammenrücken können und ehrlicher und offener miteinander sein können. Das finde ich ganz, ganz, ganz fantastisch. Danke. Ja, hier ist Christian. Ich wollte nur dazu tun, dass ich das besonders finde, dass zum einjährigen Geburtstag jetzt zum ersten Mal, soweit ich weiß, wirklich diese Seelen-Testimonials auch dazu kommen. Das gefällt mir richtig gut. Das finde ich ganz besonders. Vielleicht gibt es ja noch mehr. Ja, gut gesagt, Christian. Prima. Das stimmt, ja. Mag noch jemand anders was teilen mit uns? Vielleicht habt ihr auch Erkenntnisse oder Gedanken dazu. Oder vielleicht auch was ganz anderes, ganz andere Experimente. Energie zu fühlen, Energie zu sehen, Plasma zu sehen. Ja, mein Name ist Josef Becker und ich hatte da einen kleinen Gedanken. Nämlich, es ist ganz egal, was man im Leben zuvor getan hat. Alle von uns haben das eine oder andere schlimme Ereignis bei anderen Menschen verursacht. Wir alle haben Ärger kennengelernt. Und für den einen oder anderen wird dieser Weg des mit allem sich verbinden etwas länger dauern. Jedoch ist es irrelevant, was man anderen Menschen in der Vergangenheit angetan hat. Was zählt, ist das Hier und Jetzt. Was zählt, sind die neuen Taten, die Taten, die man in der nächsten Zeit und darüber hinaus macht. Es ist jetzt unter Anführungszeichen, man geht den Weg einfach weiter, ganz egal, was passiert. Das möchte ich euch ans Herz legen. Und es ist wirklich vollkommen egal, was man in der Vergangenheit getan hat. Man kann so oder so jederzeit diesen Weg gehen und sich wieder mit allem verbinden. Dankeschön. Das klingt fast so, Josef, als ob du vielleicht auch was aus deiner Vergangenheit noch dazu tun willst. Ich habe einige Dinge im Angebot. Ich habe das relativ bewusst. Auf alle Fälle kann ich hinzutun, das Verhalten gegenüber meinen Eltern, besonders in meiner Pubertät, aber da bin ich schätzungsweise mal nicht der Einzige. Im Großen und Ganzen bin ich schon relativ geübt darin. Heute hatte ich einen Termin mit einem Amt und dieses Amt zahlt mich derzeit, das ist das AMS, sage ich ein wenig ungern, aber ist derzeit so. Und das Gespräch begann, der Berater hat sofort angefangen, mir Angst zu machen, weil ich 2 Jobs abgelehnt habe.
den einen Job, weil der Hin- und Retourweg über 6 Stunden gedauert hätte und somit unzumutbar ist. Und der andere Job, weil ich mit Leichen zu tun gehabt hätte. Und ich habe komplett ruhig reagieren können. Der Berater hat mich gleich angegriffen und im Gespräch haben sich viele Missverständnisse dann aufgeklärt aufgrund dessen, weil er nur seine Daten aus der Datenbank hatte, die am Bildschirm erschienen sind und von denen hat er geurteilt. Und im Endeffekt haben wir diese ganze Situation auflösen können, falls ich nicht bereits mich auf diesen Weg begeben hätte und offen gewesen wäre, dann wäre ein Verhalten aus früheren Tagen höchstwahrscheinlich wiedergekehrt, sag ich einmal vorsichtig. Aber ich habe komplett ruhig in mir, ich war praktisch die Ruhe selbst, habe mich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und das hat mir ermöglicht, mehr in dieser Situation zu tun. Das kann man übertragen auf jede einzelne Situation mit anderen Menschen. Denn wenn man diese Ruhe verlässt, wenn dieser Ärger in einem hochsteigt, dann schränkt man sich die Möglichkeiten sozusagen ein. Doch ich kann euch leider nicht jetzt mit auf den Weg geben, was man am besten tut. Also wenn dieser Ärger kommt, man braucht ein Ventil, man muss es rauslassen. Aber wichtig ist auch, sich damit auseinanderzusetzen, welche Situation war das in meinem Leben? Und was hätte ich da vielleicht besser machen können? Die Situationen sind geschehen, man kann die Vergangenheit nicht ändern. Aber einen Menschen wieder anzurufen, sich bei ihm zu entschuldigen, beziehungsweise ihm wieder eine Freundschaft anzubieten. Wir haben alle Möglichkeiten offen. Bestimmte Kräfte wollen uns zerteilen. Sie wollen, dass wir alle alleine dastehen, aus diversen Gründen, die ihr wahrscheinlich kennt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zueinander finden. Je mehr wir zueinander finden, desto mehr haben wir alles von allem, was wir brauchen. Weil der eine hat das zu viel und das andere wieder zu wenig. Und in der Gruppe von, sagen wir mal, 100 oder 1000 Leuten gleicht sich das aus miteinander. Und ich kann nur noch einmal darauf hinweisen, geht raus, nehmt euch Mut und ihr könnt fremde Leute ansprechen, wenn die Situation da ist. In den öffentlichen Verkehrsmitteln Gesprächen zuhören und vielleicht auch noch als Danebensitzender ein Wort hinzufügen. Man merkt dann eh sofort, ob die Menschen wollen oder nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber meist schränken wir uns ein. Ja, danke und ich gebe weiter an den Nächsten. Vielen Dank, Joseph. Sehr schön, das ist sehr interessant. Ich möchte eine Sache ansprechen, die mir kürzlich aufgefallen ist in den deutschen Privatteachings. Und zwar wurde dort die Idee eingebracht, dass wir uns praktisch einen imaginären Raum einrichten und jeder bringt was mit. Und ich denke, das geht auch in eine schöne Richtung. Und ich weiß, Stefanie hatte das initiiert. Vielleicht können wir Stefanie fragen, ob sie uns dazu was sagen möchte und ob wir das vielleicht auch hier anwenden wollen. Heute zu unserem Geburtstag, zu unserem Einjährigen. Stefanie, bist du da? Ja, ich bin da. Irgendjemand muss aber dann auch die Geburtstagstorte mitbringen. Das ist wichtig. Okay. Magst du uns kurz sagen, wie das funktioniert für die, die das... Ja, gerne. Haben? Gerne. Und zwar war das in erster Linie eine Idee von Christian. Und wir haben das im Privatunterricht gemacht, um uns miteinander mehr zu verbinden, um mehr miteinander zusammenzukommen. Und wir hatten den Gedanken da drin, dass wir uns einfach wohler fühlen, wenn wir uns einen gemütlichen Raum einrichten und diese Vorstellung halten, als wenn jeder vor seinem Computer sitzt und auf den Computer schaut. Und insofern
ist es die Sache, dass wir als Gastgeber die Tür öffnen und alle hineintreten dürfen in den Raum und etwas mitbringen in jeglicher Form, was eure Vorstellung ist. Ich will da jetzt nicht speziell was vorgeben, sondern es liegt an euch, was ihr denn da so alles mitbringen möchtet. Wie gesagt, einer muss die Geburtstagstorte mitbringen. Und dann können wir jetzt, wenn ihr möchtet, uns den Raum gemütlich einrichten und aus diesem Raum heraus alle gemeinsam uns vorstellen, dass wir zusammensitzen und daraus alles Weitere dann besprechen. Wunderschön, vielen Dank. Okay, dann würde ich gerne damit beginnen und ich bringe einen großen Dom, eine große, große Kuppel, unter der wir alle sitzen können und den Himmel anschauen und die Sterne sehen können. Danke. Ja, dann komme ich und bringe die riesige Geburtstagstorte mit. Das ist eine Schwarzwälder Kirschtorte von meinem Vater gebacken. Der macht das dann ohne Kakao, die ist hell innen drin, mit eigenen Kirschen, ganz viel Sahne und ganz, ganz lecker. Und die ist so groß, dass sie einen Riesenplatz in der Mitte vom Raum einnimmt. Das heißt, da müssen wir ordentlich zuschlagen, dass die dann auch uns wieder Platz macht. Ich schneide sie aber nicht an. Ich lege ein Messer dazu, wenn das jemand möchte. Super, danke. Mag noch jemand was mitbringen? Ich bringe wieder eine große gemütliche Couch mit, weil ich mag es immer gerne gemütlich. Und eine große, so eine Eckcouch, wo wirklich viele sitzen können und dann sich es gemütlich machen eben. Welche Farbe hat die Couch? Blau. Blau. Also so ein kräftiges, aber dunkles Blau. Super. Noch jemand? Ja, hier ist Marek. Ich komme rein mit guter Laune und einem riesigen Schwert, um die Torte anzuschneiden. Weil in meinen Gedanken hat sie 5 Meter Durchmesser und dann kann man die schön so schneiden in Stücke und jedem was geben, der möchte. Okay. Dankeschön. Na, das ist was, eine 5 Meter Durchmesser Geburtstagstorte. Wundervoll. Müssen wir schauen, dass wir die Kalorien abkratzen vorher. Okay. Mag noch jemand was mitbringen in unseren Raum? Ja, sehr, sehr gerne. Ich gehe in den Raum hinein und bringe mit ein Portal auf die 5. Dimension, sodass die bedingungslose Liebe dieser Dimension sich in diesen Raum ergießt. Also, dass diese bedingungslose Liebe dieser Dimension in diesem Raum verfügbar wird für jedes Lebewesen. Sehr schön, vielen Dank. Ich sehe, Bobby hat seine Hand oben. Bobby, magst du was sagen? Ja, ich sorge für Getränke. Da bringe ich ein paar Flaschen Rotwein mit. Super, klasse. Danke dir. Ich kann wenigen deutschsprachigen Kirchenbücher mitbringen, die jetzt erhältlich waren. Da können wir irgendwie mal was draus lesen oder irgendwas tun damit. Oder ausleihen. Das wäre mein Beitrag. Ja, sehr schön. Die kannst du dann ja vorlesen, dann später. Prima. Danke. Noch jemand? Ich bringe Kirschen und Erdbeeren mit aus meinem eigenen Garten. Wunderbar. Sehr schön, vielen Dank. Ich bringe gute Laune mit. Und das können wir immer gebrauchen. An jeden. Super, danke, Clemens. Die können wir gebrauchen. Fantastisch. Noch jemand? Ich bringe meine große Klangschale mit, wo wir uns abwechselnd reinstellen können und unsere Energie in
die Schwingung erhöhen können. Fantastisch. Gut, wenn niemand mehr was mitzubringen hat und unser Raum zusehends wächst und gemütlich wird, dann würde ich mich freuen, wenn noch jemand mit uns seine Erfahrungen oder Experimente teilen mag. Egal, ob das der Bau von Markgrafs ist oder das Herstellen irgendwelcher Ganzsorten oder Erfahrung in der Anwendung. Jalal, hast du irgendwas, was du teilen möchtest mit uns? Thank you, dear. Not now. Not now, okay. Thank you. Nicht jetzt. Nicht jetzt, okay, good. Andreas Riese, du hast sonst auch immer so schöne Experimente von uns. Hast du heute was? Ich könnte was sagen, ich habe vier Spulenstift gebaut. Ja, ein Vierspulenstift. Mhm. Ja, diesen Halpen, den habe ich beim Vortrag von Dr. Rodriguez während der während der Spaceship, da gab es ja so einen Vortrag und da wurde auch diese Geschichte vorgeführt und die habe ich dann nachgebaut. Ja, fantastisch, dann zeig uns doch, was du hast. Okay, dann teile ich meinen Bildschirm. Ich habe eine PDF gemacht, da habe ich dann alles drin. Das klingt relativ leise. Wenn du kannst, vielleicht noch ein klein bisschen lauter. 1, 2, 1, 2, ja, besser? Klar, für die Aufnahme. Ach so, 1, 2, 1, 2, 1, 2, jetzt besser, oder? Fantastisch, danke. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei ist 9. Yes. So, sieht man das? Sieht man den Bildschirm mit den vier Spulenstiften? Mhm. Ja, das können wir sehen, danke. Wunderbar. Das ist, habe ich mir sozusagen abgekupfert von dem Vortrag und ich habe ja bisher die normalen High-Pens gebaut. Und war dann so gespannt, weil er die auch benutzt hat, um für Krebspatienten und ähnliche Sachen, besonders diese zu benutzen. Die sollen da relativ gut wirken und relativ stark sein. Ja, und dann habe ich dann die Dinger gebaut. Bei mir sind die, wobei die relativ mächtig sind. Und vor 3 Wochen habe ich die fertig gebaut. Da habe ich auch schon mal ein bisschen was erzählt zu. Und bin die auch selber an mir an testen. Aber das Problem ist, ich habe keine Schmerzen und ich kann die halt nur so testen für mich. Und ein bisschen Kribbeln merken und ähnliche Sachen. Also ich habe noch nicht große andere Erfahrungen damit gesammeln können, aber ich teste weiter. Und morgen bzw. Donnerstag kommen dann ein paar Freunde, die haben dann auch bestimmt Rückenschmerzen oder ähnliche Sachen, dann werde ich die mal weiter testen. So, dann werde ich mal die nächste Spule, so, das ist die sozusagen der Ursprung, Schmerzentzündung und dann habe ich erstmal wieder, wie ich halt so bin, erstmal eine Skizze gemacht und dann habe ich mir das so rausgenommen, wie die wirken. Das sind, beim Vortrag war das auch bei Herrn Dr. Rodriguez, dass er 2 Spulen in Anwendung hat, sondern nicht nur eine Spule oder ein Heilpen, wie wir das so kennen, sondern er benutzt immer 2, um sozusagen so ein Gegenfeld aufzubauen auf der anderen Seite. Das heißt, man hat dann den Mensch oder sein Plasmafeld oder sein Knie oder ähnliche Sachen dazwischen und hält dann links und rechts diesen Heilstift gegeneinander und dadurch gibt es dann halt eine relativ großes Feldstruktur. So, dann habe ich hier, ich habe sozusagen 3 auch gebaut, das heißt 3 Versionen habe ich gebaut und habe dann auch dementsprechend die unterschiedlich mit Ganzwasser sozusagen informiert und habe dann gesehen, dass ich sozusagen eine Abstufung habe. Das heißt, ich habe 2 magnetische Spulen und 2
gravitative Spulen. Die habe ich dann jeweils mit Kupferoxid, ich habe auch Blei genommen, weil der Dr. Rodriguez hat da auch Blei benutzt, gerade für Krebspatienten und ähnliche Sachen. Und das habe ich auch benutzt. Silber hatte ich leider nicht oder Gold, aber ich habe halt das genommen, was ich hatte. So. Und hier sieht man verschieden farblich, welche Spulen sozusagen gewickelt worden sind. Gleich kommt das nochmal genau. Und hier sieht man den Feldfluss. Das heißt, ich habe hier innen, fange ich mit Blei an. Dann die nächste Spule, die da drüber ist, ist dann mit 128. Das ist sozusagen so eine Mischung, also magnetisch-gravitative. Das ist mit CO2 und Zinkoxid sozusagen, habe ich dann ja so eine Abstufung. Und die nächste Spule, die dann halt ein bisschen größer wurde, die wurden dann halt immer ein bisschen größer, da habe ich dann Kupferoxid genommen und innen dran, innen beziehungsweise ganz außen, bei dieser Spule 1 ist dann halt CA3. So, auf der anderen Seite habe ich genau den Gegenpol. Da habe ich genau diese Richtung sozusagen von innen habe ich dann genau geändert, um einfach so eine Interaktion. Das heißt, ich habe hier so eine Feldbewegung, habe dann aber zusätzlich hier noch eine extreme Feldwirkung, die da auftritt. Da habe ich dann auch wieder von innen sozusagen genau gewechselt. Das heißt, ich habe jetzt hier CA3, dann habe ich wieder Kupferoxid. Hier die Zahlen, das sind halt die, ja, die Massezahlen. Um einfach so einen Unterschied zu sehen, wie halt die Wirkung ist. Und das heißt, außen habe ich dann hier sozusagen mit Blei. Ich habe noch einen dritten Stift gebaut, den ich dann, aber werde ich gleich auf der anderen Seite zeigen. Das ist so das Grundprinzip. Dann zeige ich mal. Und hier habe ich die auseinandergenommen, damit man das erkennen kann. Also das ist sozusagen schon, wie es zusammengebaut ist. Und hier kann man erkennen, wie ich die einzelnen Spulen auch von der Größe her einzeln aufgebaut habe. Das heißt, kann ich dich kurz fragen, hast du die gesamte Spule jetzt eingestrichen mit dem jeweiligen Ganz oder nur die Spitze? Oder? Ich habe die Spulen habe ich eingestrichen. Die gesamte Spule, okay. Die Spule. Danke. Nicht die Spitzen, aber die gesamte Spule habe ich eingesprüht. Und diese Spulen, die haben alle einen Endloop. Das heißt, der einzigste, weil das ja ein Schmerzding sein soll, dass der einzigste, der innere Draht hat sozusagen einfach einen, ja, der hat keine Endspule. Das heißt, der hat aber hier so eine Gabelung. Wobei, ich habe da noch was extra gemacht. Ich habe sozusagen, ich weiß nicht warum, aber ich habe es halt so gemacht. Ich habe, also bei Dr. Rodriguez war das, dass er jeweils am Ende von dieser inneren sozusagen Draht beide so einen Endloop haben. Ich habe auf einer Seite habe ich diesen Endloop weggelassen. Ich weiß nicht warum, aber es war so, meine innere sozusagen Führung sagte, lass das weg, mach einen Endloop. Das heißt, dann ist dann irgendwie noch so eine andere Fluss, der passiert. So, diese Spulen hier sind jeweils auf beiden Seiten mit Endloops vordefiniert. So, und dann kann man das erkennen. Das heißt, hier habe ich dann sozusagen Blei, dann habe ich Kupferoxid, Zinkoxid und die werden hinterher zusammengesteckt. Ich habe noch eine dritte Variation. Ich habe eben mit 1 und 2 und die dritte Variation ist dann sozusagen diese Version hier. Da habe ich dann nicht Blei genommen, sondern da habe ich dann Silber genommen. Das Höchste, was ich hatte. Ich habe leider nichts Höheres gehabt. Gold habe ich leider nicht. Muss ich mir irgendwo noch besorgen. Ich habe leider keine Ringe und habe ich dann halt Silber genommen, um halt den höchsten Wert zu bekommen. Das heißt, ich habe sozusagen drei Stifte gebaut. So, und dann, ne, die sehen dann so aus. Die sind also natürlich klar, alles nano-gecoated und dann dementsprechend, man sieht auch auf beiden Seiten hier diese Endloops und der Endloop hier fehlt natürlich, das ist diese Spitze. Ich habe, da ich so einen dicken Draht nicht hatte, habe ich dann verzwirbelt. Ich habe also 1,5 Quadratdrähte habe ich gezwirbelt. Da habe ich einen relativ. Dein Coating, hast du Caustic-Coating gemacht oder Feuer-Coating? Ich habe, genau, das heißt, ich habe im Prinzip beides gemacht. Ich habe erst Feuer-Coating gemacht und habe dann hinterher noch Caustic-Coating gemacht. Weil ich wollte im Prinzip, ich habe mir auch relativ lange Zeit gelassen, damit also wirklich die Schichten relativ gut werden oder relativ dick. Ja, da habe ich dann so variiert.
So, mhm. Das sind die drei Stiefel. Die kann man natürlich so schlecht in der Hand nehmen. Das sieht ein bisschen dusselig aus. Und das kann man auch keinen in der Hand halten, der keine Ahnung davon hat. Der wird das nie anfassen. Da habe ich dann mir so eine Sheets gesucht. Und das Problem ist, die sind ja relativ dick. Ja, dann bin ich dann in den Garten und Baumarkt gegangen und habe mir dann so dicken Schlauch geholt. Und den habe ich dann so abgemessen und habe dann dementsprechend die da reingefüllt und habe die dann jeweils verschlossen. Ich habe dann ganz normal, das ist sozusagen der Schnitt erstmal. Ich habe die hier sozusagen, hier drin habe ich dann sozusagen, ja, wie wir es normalerweise auch immer machen, hier verschließen mit diesem Heißkleberzeug, dass das schön dicht ist, und habe dann zusätzlich noch Isolierband drum gemacht, um einfach zu erkennen, wo vorne und wo hinten ist, weil wir sollen die ja dementsprechend mit der Spitze, habe ich dann nochmal markiert, damit auch jeder weiß, welcher Stift sozusagen wofür sind. Das heißt, die beiden sind sozusagen die, gerade für Krebstherapie oder ähnliche Sachen, korrespondierenden, die sozusagen diese starke Feldwirkung haben. Und das ist sozusagen so ein universeller, der nicht mit Blei ist. Das ist also ganz normal Silber. Das heißt, man kann dann mit denen alleine interagieren oder man kann dann dementsprechend einfach experimentieren. Ich habe auch diese drei Variationen gemacht, um einfach zu variieren. So, das sind die. Sehr interessant, ja. Ich denke, ja. Und das Einzige, die werden sozusagen, so, ich habe das meistens so am Bauch gemacht. Ich habe jetzt seit 2 Wochen teste ich die. Also ich merke schon relativ viel Kribbeln, wenn ich zum Beispiel da meinen ganzen Körper dazwischen habe. Und ja, die variieren auch relativ stark. Wobei ich immer noch am Messen bin. Ich habe noch zusätzlich so ein Messgerät, weil ich ja festgestellt habe, meine Bleiwerte im Körper. Ich habe so einen Quantenresonanz-Scanner, der sozusagen relativ schnell alle Werte im Körper sozusagen anzeigt und die angibt, ob du Arsen zu viel hast, ob du Blei hast. Und bin gerade da an Testen auch, ob meine Bleiwerte im Körper, ich habe relativ hohe Bleiwerte, Arsen und Quecksilber, ob sich da was verändert. Bisher ist das noch relativ instabil, beziehungsweise hat sich nichts großartig geändert, aber ich teste das weiter. Wir sind ja jetzt erstmal 2 Wochen dran. Ich denke, das dauert eine Zeit lang, bis das auch im Körper ist. Das so war so mein Gedanke, um für mich zu testen, ob das auch wirklich wirkt. Mhm. Aber gut, da bin ich halt dran. Dann teste ich halt weiter. Sehr interessanter Aufbau. Ich finde es schön, dass du auch so Sachen benutzt, die jetzt zur Verfügung stehen. Wie jetzt diese Tubes, diese Plastik-Tubes. Ich denke, das einzige Problem wäre, wenn du versuchst, durch die Flughafenkontrolle zu gehen damit. Ansonsten. Das, denke ich mir, wird ein Problem werden, weil das wird die Jungs nervös machen. Ne? Und wenn ich die dann noch 3 um meinen Gürtel sozusagen schnalle, so um, ich denke, dann knallen die mich wahrscheinlich ab, dann rufen die sofort die Springstock-Experten und ähnliche Sachen. Ja, ich finde das auch ganz cool. Also die, vor allem, also die Stifte sind ja so ein bisschen weniger das Thema in der letzten Zeit, aber ich finde die nach wie vor eine geniale Idee halt mit diesen Stiften und auch vor allem halt 2 zu verwenden. Weil eben dieser Feldfluss, wie das ja bei den Pads auch immer gesagt wird, dass man eben 2 hat und bei den Stiften genauso. Und bei den Stiften, da kann man das ja auch, da gibt's ja, die kann man ja auch magnetisch und gravitativ bauen. Also sie haben immer beides, aber sie kann halt tendenziell mehr magnetisch, tendenziell mehr gravitativ sein. Und das kann man auch testen, wenn man zum Beispiel jetzt auf so einem Stück Styropor ein kleines bisschen nanobeschichtet Kupferdraht auf dem Wasser schwimmen lässt. Und dann kann man das mit den Stiften, die entweder anziehen oder abstoßen. Und manche machen das sogar verbunden. Da sind die Stifte dann verbunden mit dem Draht, an der Magkraft zum Beispiel. Die sind dann also sozusagen elektrisch noch unterstützt. Und ja, was man zum Beispiel auch noch machen kann, gerade wenn man jetzt vielleicht auf einer Seite das mehr gravitativ haben möchte, dass man den zentralen Draht in der Mitte hinten offen lässt und nicht eben gespult, weil der Kringel, der macht ja, dass die Energie wieder, also besonders um halt in eine Richtung zu fließen. Deswegen ist die Spitze ja vorne offen und die anderen Dinge alle sozusagen geschlossen, damit eben die Energie in eine Richtung geht oder das fällt. Und wenn man das aber macht, dass an dem zweiten Stift, der vielleicht der gravitative Teil sein soll,
dann kann man da den zentralen Draht hinten auch offen lassen. Das heißt, er ist an beiden Seiten offen. Und dadurch könnte man das noch unterstützen, dass das eben dieser Feldfluss in eine Richtung geht. Und eine andere Möglichkeit, die jetzt einfach vom Aufbau her, das ist jetzt ja kein gut oder schlecht, aber was man zum Beispiel auch nehmen könnte, wenn man jetzt ein Problem hat, dadurch, dass die so dick sind, dann gibt es Schrumpfschläuche in allen möglichen Größen. Und ich mag diese Schrumpfschläuche ganz gerne, weil die fühlen sich gut an in der Hand. Also das wäre auch eine Option, was man machen könnte, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie ein Rohr oder einen Schlauch oder sowas da zur Verfügung hat. Ja gut, danke. Deshalb habe ich ja auch im Prinzip, hinten sind ja sozusagen zwei und ich habe nur einen offen gelassen. Also und einen sozusagen Endloop gemacht und einen offen gelassen aus dem Effekt. Ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe. Ich habe es einfach so intuitionsmäßig einfach so gemacht, um ja. Ach so, so meintest du das. Also du hast trotzdem zwei hinten. Ja, ich zeige dir. Ja, ich habe dadurch, dass das ein Doppeldraht ist, das war nämlich der Effekt. Ich weiß ja nur überlegen, wie krieg ich das hin? Hier kann man, einen Moment, ja, nicht sieht man schlecht. Ein Moment, das ist hier Enddraht, kann man das hier sehen? Einer ist offen. Hier die Skizze. Das heißt, ich habe einen nur geschlossen. Einen von diesen habe ich offen gelassen und einen habe ich geschlossen. Die Skizze, da wusste ich noch nicht, dass ich das mache, aber beim Basteln habe ich dann festgestellt, der lässt jetzt offen. Ja, das ist etwas, das hat Herr Kesch schon mal erklärt. Das ist dann sozusagen mehr noch ein Universalstift, der dann eben beides zulässt. Zum einen bestimmte Felder eben nach vorne herauslässt, zur Spitze, und aber auch gleichzeitig in der Lage ist, Felder, und das ist ja in manchen Fällen der Fall, wie beispielsweise bei Tumoren oder anderen oder bei Viren zum Beispiel, wo ein Überschuss an bestimmten Feldern da ist, wo man nicht was geben möchte, sondern was abziehen möchte, wo das eher sinnvoll ist. Und da ist da eben das offen zu lassen. Und das ist genau ein Beispiel, was Herr Kesch auch mal nannte, ein Stift zu haben, der hinten beides hat. Einmal geschlossen, einmal offen. Und das wäre jetzt so als Universalstift. Wenn man jetzt zwei Stifte verwendet, weiß ich nicht, ob man das dann unbedingt braucht, ob das dann nicht vielleicht sinnvoll ist, wenn man den einen zu hat und den anderen offen hat. Aber ist nur eine Idee. Ich weiß es auch nicht besser. Also Noch eine kurze Information. Ich kann mich genau daran erinnern, wie der Mr. Kesche das unterrichtet hat. Da hat er genannt, den einen Draht mit dem Hammer flach zu klopfen und ihn dann zu trennen, ein Ende offen zu lassen und das andere zu sich selbst zu drehen, dass man diesen einen Draht dann aufspaltet. Ich weiß nicht, wie das dann, wie es ist, wenn man ein Y macht, wenn man praktisch über den Draht noch einen anderen Draht drüber wickelt, so wie es auf dieser Skizze für mich aussieht. Also das ist verzwirbelt. Also die werden in eine Bohrmaschine sozusagen Haken reingepackt. Da wird dann sozusagen eine Schleife gemacht. Die werden dann in Schraubstock eingespannt und dann drehst du mit der Bohrmaschine einfach mit links rum sozusagen einen Draht. Das wird hinter ein Draht. Okay, passt. Kenne mich aus. Hört sich gut an. Naja, es ist eine schöne Sache, weil das Problem ist, manchmal hat man nicht einen dicken Draht. Man soll einen dicken Draht benutzen, aber da habe ich festgestellt, dann nimmst du einfach das, was du hast. Und wenn du 1,5 Quadrat hast, dann nimmst du zwei Stück und machst eine Schleife und ja, und dann drehst du die einfach. Fertig, dann hast du einen schönen dicken Draht. Ich hätte noch eine Frage. Und zwar, du hast vorne auch die Spulen in sich zurückgebogen, außer diesem einen Mittelstift, richtig? Ja, habe ich auch. Das kannte ich bisher gar nicht. Ich dachte, wenn man die vorne offen lässt, dann geht dort die Energie raus. Das heißt, die geht bei dir komplett über den einen Mittelstift raus und wird nur über die Spulen auf den Mittelstift übertragen? Oder kannst du da irgendwas zu sagen, was sich da bewegt hat? Also ich habe mir das nach den Vorbildern angeschaut, weil ich kenne auch die Stifte nur so, dass ich die Spulen mache und dass die vorne sozusagen immer offen bleiben. Und ich habe mir die Vorlage dann genommen und habe dann gesehen, dass wirklich die äußeren Spulen sozusagen immer einen Endloop haben. Ich vermute, denke ich mir, dass das Energiepumpen ist, was hier stattfindet. Das heißt, über den
sozusagen Mittelleiter, sozusagen, da wird abgezogen bzw. rausgeleitet und über diese hier wird im Prinzip ein Plasmafeld hin und her interagiert. Dadurch, dass die sozusagen in so eine Unendlichkeitsschleife laufen die ganze Zeit, haben die sozusagen Unendlichkeitsfelder. Das heißt, wenn die ineinander steckst, interagieren die so, die interagieren aber auch, die Energie fließt dann sozusagen auch hier immer wieder sozusagen im Kreis. Das heißt, sie kann nicht verschwinden, sondern sie interagiert. Und das ist wahrscheinlich diese Kombination, weil man zwei Stifte nehmen soll. Ich mache das allerdings bei meinen Stiften auch immer so. Ich mache das auch so, dass das, dass die Spulen gar nicht nach vorne mitgehen, also dass der Zentraldraht der einzige ist, der nach vorne geht, der sozusagen ein paar Zentimeter länger ist als die anderen. Da gab es mal Leute, die hatten die verschiedenen Felder von unterschiedlichen Stiftaufbauten getestet. Und das Feld wohl harmonischer, wenn es nur der eine Draht ist, der nach vorne geht. Und was da auch noch empfohlen wurde, ist, also zwei Möglichkeiten, die man machen kann mit diesem Zentraldraht, dass man ihn entweder schräg abknipst, sodass der spitz zugeht, oder ihn so schmirgelt, dass er spitz ist, oder aber was auch als ein bisschen harmonischer, gleichmäßiger beschrieben wurde, ist, wenn die Spitze vorne, vorm Nanobeschicht natürlich, so, sag ich mal, poliert oder geschmirgelt wird, dass die gleichmäßig abgerundet ist und nicht so kantig und spitzig, als wenn man das jetzt einfach, wenn man abknipst, dass das auch so ein etwas ausgeglicheneres Feld verursacht. Also im Prinzip ist es wie so ein Nadelimpuls. Das heißt, so richtig scharf machen, spitz machen, im Prinzip ja wie so eine Akupunkturnadel. Oder wie meinst du das? Ja, sowohl als auch. Also wie gesagt, das eine war, dass man es spitz macht und das andere war, dass man es abrundet. Aber halt nicht einfach nur abknipsen und dann so stumpf oder gezackt oder wie auch immer das dann mit der Zange dann ist, sondern dass man das noch ein bisschen, sag ich mal, bedacht zumindest die Spitze halt mit bedenkt, dass man sie entweder, wie gesagt, spitz macht, schmirgelt oder halt ganz gleichmäßig abrundet. Okay, das werde ich das nächste Mal machen. Das werde ich aufnehmen. Ja, danke, das ist gut. Weil ich stell mir das auch vor, dass das wesentlich besser ist. Weil das ist ja sozusagen der erste Ansatzpunkt, der sozusagen mit dem menschlichen Feld sozusagen interagiert. Und da sollte es dann so am besten, weil ich kenne das ja von der Elektrotechnik, sobald du spitze Kanten hast, hast du dementsprechend Feldbrechung und hast Feldstörung. Und wenn das gleichmäßig und harmonisch ist, verteilt sich das kugelmäßig, harmonischer sozusagen so, ja, ist super, alles klar. Danke, das werde ich nächstes Mal auch so machen. Dann werde ich die Spitzen halt vorher nochmal bearbeiten. Wobei ich werde die dann auch ein bisschen schleifen und dann ein bisschen rundschleifen und ein bisschen, dass sie harmonischer werden. Naja, gut, super. Danke. Andreas, ich habe hier auch nochmal geschaut und habe die Notizen gefunden, die von Rodrigo. Und da spricht er davon, dass er die angewandt hat bei Parkinson und Alzheimer. Und er hatte zwei separate Health Pain Pens, so wie du. Und jeder von ihnen hat zwei äußere magnetische Coils und zwei innere gravitative. Und diesen Mittelpin. Und da hat er bei dem ersten Pen die Tipps der inneren gravitativen Coils in Bleigans nur reingetippt, also nur kurz reingetippt. Und bei dem zweiten Pen hat er dann nur die äußeren magnetischen Tipps in CH3 ganz eingetaucht. Das war dann der Geber. Also der eine Pen war der Nehmer und der andere der Geber praktisch. Das wäre vielleicht auch noch was, mit dem du experimentieren könntest. Und dann hat er das angewandt auf den Akupunkturpunkten an den Händen. Ah, okay. Ja. Hast du da einen Link? Kann ich mir? Ich kann dir was zuschicken, ja. Oh ja, gerne. Aus den privaten Teachings, da kann ich dir gerne was zukommen lassen. Oh ja, gerne. Mhm. Weil das ist schon interessant und das ist schon eine schöne Sache, um so ein bisschen, Ja, einfach um rum zu experimentieren. Und er hatte auch nochmal darauf hingewiesen, dass wir die Sachen bitte nicht am Kopf anwenden. Dafür wären diese Helme oder Heldstationen besser. Mhm. Mhm. Wobei also ich habe
Ja, also ich kann das auch jedem nur noch mal empfehlen, wer das noch nicht hat. Diese Stifte, die sind super effizient in manchen bestimmten Situationen. Ich meine, das ist immer wie in Anführungsstrichen das Problem, wenn man keine Symptome hat. Aber bei bestimmten Symptomen, bestimmten Schmerzen, bestimmten Problemen wirken die wirklich Wunder. Und das kann ich jedem empfehlen. Und die sind so leicht herzustellen. Also jeder, der noch nicht jetzt was gemacht hat, gebaut hat, sich einfach mal so einen Stift herzustellen, das reicht auch, wenn er vielleicht nur zwei Spulen hat oder wie auch immer. Dieses einfache Modell, die einfachsten Modelle, die man da so kennt. Aber das würde ich, wie gesagt, jedem ans Herz legen, sowas mal sich selber zu bauen und damit zu experimentieren. Dann, ich hätte die Notizen auch gerne. Vielleicht kannst du die bei uns in Zoom-Chat stellen, in Studenten-Zoom-Chat. Ich bin jedenfalls sehr motiviert. Ich habe beschlossen, morgen neue Heilstifte, also Spuren zu bauen. Mhm, kann ich machen, gerne, ja. Mhm. Ich wollte noch mal fragen wegen dem Bleigans, weil mir das seit einem Carolina-Teaching, da hat sie gesagt, dass das Bleigans sehr gefährlich ist. Das war vor 2 Monaten. Und dass es sich auch auf andere Gänse auswirkt. Und ich habe zum Beispiel mein Bleigans weggeschüttet, dass es nicht mit anderen Gänsen interagiert. Und da wollte ich einmal fragen, wie alt das ist vom Dr. Rodriguez und ob da jemand noch was dazu sagen kann. Weil vor 2 Monaten hat sie wirklich darauf hingewiesen, dass wir nicht mit Blei arbeiten sollen, weil es sehr gesundheitsschädigend sein kann. Also mit dem Bleigans würde ich auch nach wie vor vorsichtig sein. Es ist so, jedes Gans hat bestimmte Eigenschaften und kann für bestimmte Zwecke eben nützlich sein. Also wir haben das mit dem CO2-Zinkoxid-Gans, das ist fast immer gut und fast immer sinnvoll, das irgendwo mit dabei zu haben, weil es einfach so vielseitig positiv für uns anwendbar ist. Bei anderen Gansorten ist es vielleicht mehr spezifisch, was für einen Nutzen das hat. Und bei Blei ist es auch so, ich würde das jetzt nicht überall einfach mit reinmachen, sondern das ein bisschen vorsichtig betrachten, weil es ist stark gravitativ. Und gerade deswegen kann es vielleicht in bestimmten Situationen, wenn man weiß, was man tut, vielleicht zum Beispiel bei Tumoren sehr hilfreich sein. Es ist, wie gesagt, sehr gravitativ und es hat auch die Eigenschaft, an die Körperlichkeit zu halten. Das heißt, es ist nichts, was ich jetzt unbedingt in der Makrav, wo man sich ständig einem Raum aussetzt, also diesem Feld aussetzt. Herr Kesch hat in manchen Situationen auch beschrieben, dass ein Tropfen Bleigans in einer größeren Gansmischung zum Beispiel, ein Tropfen Bleigans mit drinne, auch sehr positiv sein kann. Das würde ich immer von Fall zu Fall sehen. Wie gesagt, ich würde Bleigans nicht unbedingt etwas nehmen, was sich man jetzt immer einfach überall mitverwendet. Dafür haben wir diese 3 Gansorten, die in den meisten Fällen sehr positiv wirken. Also wie gesagt, besonders CO2-Zinkoxid. Und alles andere ist ein bisschen, wie gesagt, spezifischer, wenn man weiß, was man damit tun möchte und warum man das anwendet. Das war auch meine Intention. Ich habe das ja gesehen, dass er für Alzheimer-Patienten und Krebspatienten und ähnliche Sachen diese Dinge benutzt hat. Und da ich ja seine Heilstation gebaut habe und da relativ glücklich mit und zufrieden bin, habe dann auch dazu sozusagen als Kombination diese Heilstifte. Die kommen dann sozusagen als Kombigerät dazu. Wenn da jemand Krebs oder ähnliche Sachen hat, dann schauen wir, was wir da mit mir wirken können, dass er eine Harmonie stattfindet. Erzähl. Deshalb habe ich ja auch extra den 3. Stift gebaut, in gleicher Variation, aber ohne Blei. Ja, und wie du auch erzählt hast, wird es zum Beispiel, das finde ich auch interessant, das auszuprobieren, wenn du sagst, du hast da erhöhte Bleiwerte im Körper. Das wäre zum Beispiel auch eine Anwendung, wo man halt versuchen kann, eben diese Überschüsse aus dem Körper rauszukriegen. Das wäre zum Beispiel auch eine positive Anwendung für Bleigans. Naja, deshalb teste ich ja das. Ich bin, meine erste Reihe ist, eine Woche habe ich jetzt mit 15 Minuten sozusagen die Heilstifte auf den Körper gehalten. Und die zweite Woche bin ich bei 30 Minuten und ich teste jetzt eine ganz längere Zeit und will schauen, was passiert. Und ich denke, das, was passiert, und das Schöne ist, ich habe ja mein Quantum-Resonator, der kann in einer Minute, weiß ich sofort, welche Werte ich habe. Und dann kann mir das dann auch wirklich rauskristallisieren, was da passiert ist. Und ich will einfach gucken, was da passiert und gucken.
Und trotzdem nochmal zur Anmerkung, ich würde, wenn man Bleigans herstellt und lagert, vorsichtig sein, dass man das nicht berührt und dass man das nicht unbedingt neben seinem nicht unbedingt im Schlafzimmer lagern hat, sage ich mal. Also das ist wirklich ein starkes gravitatives Feld, das Felder, das viel sozusagen ziehen kann. Und da das lieber weit weg lagern, wo man nicht unbedingt mit konfrontiert ist. Okay, ich habe das nämlich im Schlafzimmer, ich habe da so ein, okay, aber das steht neben meiner, ich habe in meinem Schlafzimmer, habe ich einen Magraf stehen und da habe ich auch eine Stabformation, die vor sich herum rotiert, dann Friedensgenerator drin und das ist alles da in den Raum. Okay, aber dann werde ich auch machen, dann werde ich das Blei mal in den Keller bringen. Ja, oder ich meine, zumindest wenn du sowas machst, dann achte darauf, wie es dir damit geht, was das für einen Effekt bei dir hat, weil es könnte sein, dass du dich dann davon nicht so gut fühlst. Also, aber beobachte das. Okay, will ich testen. Ja, wobei, wenn meine Starformation läuft und dann bin ich kurz von abfliegen, dann muss ich mich dann von der Decke immer runterholen. Also Bleigans hatte bei mir in der Hand einen ähnlichen Effekt, als wenn ich ein Handy in der Hand habe. Also ich kann ein Handy nicht so lange in der Hand haben. Das ist die Strahlung, es tut mir einfach irgendwann weh in der Hand. Ich muss dann immer die Hände wechseln mit der Zeit und dann kann ich das in beiden Händen nicht mehr halten. Ich kann auch ein Handy nicht am Kopf haben. Und ähnlichen Effekt hatte das Bleigans bei mir auch. Also das konnte ich nicht so lange, wenn ich das im Glas in der Hand hatte, das hat mir weh getan mit der Zeit. Ja, und nochmal der Hinweis für alle, die Studenten sind bei der Keshe Foundation. Die haben Zugang auf das Studentenportal, in dem alle privaten Teachings aufgezeichnet sind. Und dieses spezielle Teaching jetzt von Rodrigo Vildesola fand am 16. Juni 2017 nachmittags statt. Das heißt, ihr könnt da selbst reinschauen. Das muss das zweite Semester dann sein, 2017, am 16. Juni. Die PM-Session. Oh ja, danke schön. Dann gucke ich mal nach. Mhm. Ich habe da vielleicht noch mal eben kurz eine Frage zu dem Stift. Ulrich, guten Abend alle zusammen. Dieses CA3-Spule. Bei Krebsanwendung hat da irgendjemand Informationen zu, weil bei CA3 und Krebs haben wir immer gesprochen von gebenden Feldern und das dann durchaus kontraproduktiv sein kann bei Krebs. Ist da in dem Zuge, hat da noch einer eine Erinnerung dran, dass wir da vielleicht nochmal ganz kurz drüber innehalten? Danke. Was mir jetzt dazu einfällt, das war etwas, wo es um AIDS ging. Und da war das so, dass das CH3 am Anfang nicht verwendet wurde, weil es erstmal darum ging, da wurde vor allem CO2 ganz verwendet. Und dass aber das CH3 ganz nach ein paar Tagen durchaus hinzukam, weil das dann hilft beim Zellaufbau. Zum Anfang wurde sozusagen dieser Zustand sozusagen, sollte erstmal behoben werden und dann im Genesungsprozess, wo Zellaufbau und Zellregeneration stattfindet, da war das CH3 dann wiederum sehr, sehr hilfreich. Das ist da immer die Frage, weil CH3 ist ein Energiegeber und einen bestimmten Zustand in jeder Form von Genesung oder Heilung ist ja Energie benötigt. Es ist nur die Frage, ob man die Energie gleich am Anfang gibt. Wenn vielleicht die Zellregeneration und Zellerneuerung vielleicht noch gar nicht eingesetzt hat, was dann mit dem Energie, die man gibt, wofür die denn verwendet wird? Und ob nicht eventuell auch Tumore oder Viren von diesem Energiegeben eben profitieren könnten. Und deswegen wäre das vielleicht etwas, was man, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, ein System so, sag ich mal, fein einzustellen oder individuell da Dinge zu tun oder wie auch immer, was man da hat, dass man dann vielleicht nicht ganz am Anfang mit CH3 rangeht, sondern vielleicht erstmal mit CO2, Zinkoxid und im Laufe der
Sehr, weil dann kann das ganz schnell passieren, dass wenn so eine Heilung eintritt, dass man ganz schlapp wird, weil da so viel Energie benötigt wird. Und dass dann in diesem Prozess dann dieses CH3 wieder sehr hilfreich ist. Ja, ich erinnere mich auch daran, dass Rodrigo irgendwann darüber gesprochen hat, dass er praktisch drehende Reaktoren an seiner Heldstation hatte und dass er dort auch CH3 verwandt hat bei seinen Patienten, die Krebs hatten. Und da waren wir alle ganz verwundert und ich weiß auch, dass ich ihn gefragt habe, ob er sich sicher ist, dass er CH3 nimmt, weil wir gehört haben, dass wir eigentlich CH3 nicht anwenden sollen. Und er sagte, in diesem Fall handelt es sich um die Felder, die sich aufbauen würden und das würde beneficial sein. Also das wäre nicht das Problem. Ich glaube, das größere Problem wäre, was auch Mario jetzt schon ansprach, dass man das wahrscheinlich intern anwendet. Das heißt, das ganze Wasser trinkt oder zu sich nimmt in irgendeiner Form. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass er gesagt hat, CO2, Zinkoxid, war in einem Generator und in dem anderen war CH3 und die Person saß praktisch auf dem Stuhl und war zwischen diesen Feldern platziert. Das ist das, was ich noch erinnere. Falls noch jemand was zuzufügen hat, zu ergänzen, dann freue ich mich darüber. Noch Fragen für Andreas oder Anmerkungen oder Ideen? Von Steffen steht was im Chat. Er hat eine Frage, muss aber noch mal eben den PC wechseln. Okay, danke dir. Ich habe in der Zwischenzeit noch eine Idee gehabt und zwar in puncto, wir haben ja jetzt wieder Grillsaison. Und hantieren mit sehr, sehr viel Holzkohle. Und das wäre vielleicht eine Möglichkeit, auch Interessenten beziehungsweise auch neue Interessenten zu finden, einfach da mal dann so ein Kupferdraht reinzuhalten und die Menschen daran zu bringen, was da so alles passiert mit der Nanobeschichtung. Und man kriegt relativ schnell, wenn man einfach einen Kupferdraht in die Glut hält und circa, damals ist gesagt worden zu Anfang, circa 30 Mal dann wieder abkühlen lässt, beziehungsweise in Wasser dann reinhält und dann wieder neu schwarz werden lässt, dann hat man relativ schnell einen beschichteten Kupferdraht, mit dem man schon sehr, sehr viel erklären kann und der auch funktioniert. Und man muss nicht groß Potenzial abnehmen oder ähnliche Sachen machen. Und für den Anfang ist es eine schöne Sache. Und wenn man dann mit mehreren da auch noch zusammensitzt und das ein bisschen erklären kann, ist sicherlich ein ganz guter Einstieg dann auch. Ja, gute Idee, danke. Ich habe das mal probiert, das braucht nicht 30 Mal. Das geht auch viel früher schon, wenn man das 2-3 Mal macht. Denn am Grill das 30 Mal machen, dann ist der Grillmeister sozusagen out of order. Ja, und man braucht eigentlich gar keinen Kupferdraht, weil die Holzkohle, also wenn sie noch schwarz ist und nicht grau ist, jetzt zerbröselt, sondern schwarze Teile kann man die genauso verwenden zum Ganzmachen zum Beispiel als wie ein beschichtetes Kupfer. Meinst du die Kohle selber zu verwenden, so wie Graphitstäbe? Ja, genau. Also wenn man jetzt zum Beispiel noch ein Stück Holz hat, was noch nicht verbrannt ist und vorne halt, wo es gebrannt hat, schwarz ist, wenn es einem gelingt, jetzt da davon das Schwarze herunterzubrechen, das ist bereits eine Nanobeschichtung. Und wenn du dann das mit einem Kupferdraht verbindest, kannst du genauso ganz machen wie mit einer nanobeschichteten Spule oder Platte. Also ich habe schon probiert. Ja, da hatte ich einen Versuch. Fotos habe ich jetzt leider nicht griffbereit. Da habe ich Kobalt
mit einem Graphitstab verbunden, mit einem Kupferdraht und ihn ins Salzwasser gehängt. Es entstand ein türkises, ein helles Gans. Dann habe ich das Kobaltmetallstück und den Graphitstab wieder aus dem Wasser rausgenommen zum Waschen. Da ist es aber passiert bei dem Element Kobalt, dass dieses türkise Gans dann wieder kobaltfarben geworden ist. Das war so, wie wenn das wieder auf Metastates dann runtergefallen wäre. Das war meine Erfahrung. Ich habe es mit zwei Versuchen danach vollzogen damals. Man kann also alle möglichen Arten von Nanobeschichtungen, wie auch auf Carbonbasis, Holzkohle, alles Mögliche verwenden zum Gans produzieren. Muss dabei aber bedenken, dass das ja eine andere atomare Masse ist und es ist ja kein Kupfer. Das heißt, das Gans, was dabei entsteht, ist auch ein anderes Gans. Das ist also, je nachdem, was man bezweckt, kann das genau das sein, was man braucht, Holzkohle zu verwenden oder was auch immer, oder Graphitstäbe. Aber in manchen Fällen ist es vielleicht auch nicht so hilfreich, wenn es nanobeschichtetes Kupfer ist, was man braucht für das Ganze. Ja, aber für Katastrophen und Noteinsätze dürfte es ausreichend sein. Die Kupferplatten bevorzuge ich, weil da sind ja dann die Hunderttausenden bzw. Millionen von Nanoschichten, die sich da aufbauen. Und da habe ich irgendwie ein bisschen mehr das Gefühl, dass da auch meine Intention dort mit hineinwächst in diese Nanoschichten. Ich habe es halt lieber etwas komplizierter. Steffen hier. Moin erstmal alle zu allen. Ne? Was nimmst du für, wenn du jetzt Kupfer nimmst und zum Beispiel CO2 ganz produzierst oder produzieren machen willst, wie machst du jetzt diese, ich habe es jetzt mehrmals anders versucht, ein bisschen diese Schicht zu produzieren, diese Nanocoating-Schicht da, also diesen Nanolayer, und kriege aber partout nicht diese durchgehende schwarze Schicht hin. Beim Feuernanocoden ist das kein Problem, das ist ja relativ einfach zu machen, aber wenn ich jetzt auf der Platten nehme und dann über dieses Kausting, über diese Soda das versuche, ja, ich habe das schon dreimal hintereinander gemacht und es kommt immer wieder dieses Kupfer durch. Ich vermute mal, dass das, was ich kaufe als Soda, dass das einfach noch nicht stark genug ist, dass da irgendwie sich noch keine Schicht bildet und irgendwie kommt es nicht weiter. Keine Ahnung. Ich hatte schon die Idee, einfach die Platten mit Feuer zu machen und dann, ich weiß nicht, gibt es noch irgendwie ein anderes Rezept, eine Alternative, wo man so eine Kausting-Soda produzieren kann? Also wenn du NaOH hast, dann kommt es gar nicht so sehr auf die Menge oder auf die Stärke oder wie auch immer an, weil ein kleiner Spritzer davon in einer Flasche zum Beispiel mit einer Kupferspule ein paar Wochen liegen lassen und du hast ganz schwarze Spulen. Also da braucht man nicht viel. Allerdings sollte man ja beim ersten Vorgang durchaus das erstmal so machen, wie das in der Anleitung empfohlen wird. Also das heißt, richtig im Kochen, mit kochendem Wasser, dass es richtig im Wasser ist, weil ja die Nanobeschichtung nicht nur außen sein soll, sondern das Kupfer soll durch und durch nanobeschichtet sein. Also es ist auch innen drinne sozusagen von der molekularen Struktur verändert, auch wenn es vielleicht immer noch glänzend ist. Also wenn man das jetzt durchschneiden würde, würde man innen drinne immer noch, wäre es nicht schwarz. Aber es ist trotzdem schon verändert. Aber wie gesagt, die Menge ist es jetzt nicht unbedingt. Was allerdings schon der Fall ist, wenn du es jetzt nur mit dieser Im-Wasser-Methode hast, dass das dann auch nicht unbedingt so perfekt schwarz wird. Also das heißt, du könntest das nacheinander machen, das einmal für, was weiß ich, was wird da empfohlen, für ein paar Tage oder was, das im Wasser drinne zu haben mit dem NaOH. Und das dann anschließend halt nochmal mit NaOH-Dampf behandelst. Weil dann sollte es auch richtig schwarz werden.
Ich hatte da am Anfang hatte ich das im Wasser und dann habe ich im Prinzip noch mal ein zweites gemacht. Dann habe ich die Dinger aufgehangen und habe das im Prinzip mit dieser Dampfmethode gemacht. Aber das habe ich dann, die Dampfmethode habe ich, glaube ich, zweimal oder dreimal gemacht. Wie lange? Oh, das war mindestens 2 Tage, wo es drin war in dieser Kiste. Okay, also wie gesagt, du könntest es einfach mal versuchen mit so einer, in einer kleinen Flasche oder was auch immer, mit so einem kleinen Spritzer, da reicht das schon, dass es so ein bisschen Feuchtigkeit in der Flasche ist, wenn es im NaOH, mit einem Kupfermaterial da drin, ne? Wenn das wirklich richtiges Kupfer ist und nicht irgendwie eine Mischung, die da vielleicht nicht so Messing oder sowas, dann ist das nur eine Frage der Zeit. Also es kann durchaus sein, dass das ein paar Wochen lang drin haben muss, aber du wirst sehen, das wird perfektes, dickes, eine perfekte dicke Nanobeschichtung drauf. Und du meinst auch richtig verschließen, ne? Die darf nicht offen stehen dann. Genau, also das muss halt, es muss die Feuchtigkeit da drin, es muss nicht so sein, dass da wirklich Flüssigkeit drin ist. Es muss aber die Luftfeuchtigkeit da drin muss genug sein. Du kannst es gerne auch auf die Heizung legen, damit es noch wärmer wird. Das hilft dann bestimmt auch noch. Aber prinzipiell mit der Zeit, du kannst es auch ab und zu ein bisschen bewegen. Am besten aufhängen, dass es gar nicht, wenn es jetzt hier noch um die Qualität ging, gibt es immer noch ein paar Kleinigkeiten, die man verbessern kann. Also dann könntest du es in dieser Flasche aufhängen, dass diese Kupferspule oder was auch immer nicht unbedingt da drinnen liegt und die Wände berührt, weil das auch dann nicht so gut ist wie der Nanobeschichtung. Aber einfach nur mal als Test zu sehen, wie gut das funktioniert. Das ist einfach nur eine Frage der Zeit dann. Ich habe jetzt so eine Kiste, die ist, glaube ich, 40x30 und irgendwas mit 30 cm hoch und da kann man oben so einen Deckel drauf machen und den kann man verschließen. Die ist durchsichtig, ne? Und habe ich in die Seite so eine Löcher reingebohrt, da habe ich dicke Kabel durchgesteckt, wo ich dann im Prinzip mit kleinen Kupferhaken die Platten aufhängen kann. Das ist, also ich habe jetzt da, glaube ich, nur Kupferzeugs drin gehabt. Habe dann unten dieses Rost gemacht, wo ich das am Anfang draufgelegt habe. Das ist im Prinzip für die erste. Und dann hänge ich das im Prinzip nur oben dran und schütte da im Prinzip nochmal ein bisschen was nach und mache da einen Deckel drauf und habe es dann im Prinzip stehen lassen. Aber ich kann es ja nochmal rausstellen. Kannst ja heute Abend nochmal noch ein bisschen was nachfüllen. Ich denke auch, dass vielleicht der Raum selber ja, also es ist ja Zwischenraum zwischen den Platten. Und wenn man dann so eine Luftfeuchtigkeit da drin hat, muss man ja auch, braucht man ja logischerweise auch ein bisschen mehr Wasser, um da im Prinzip diese Kaustik zu produzieren, die dann im Prinzip dieses Nanoleder produziert. Ist es da vielleicht besser, ein kleineres Gefäß zu nehmen und die Platten enger zu hängen? Ja, also kleineres Gefäß ist, würde ich sagen, auf jeden Fall hilfreich, weil du ja viel mehr eben auch Luftfeuchtigkeit brauchst an einem größeren Gefäß. Mhm. Und was auf jeden Fall sehr viel schlechter funktioniert, ist, wenn das nicht richtig luftig zu ist. Also weil da ist ja dann auch ein gewisser Druck drin und das geht dann weg. Also wenn du über diese Löcher, die du da drin hast, dass du da guckst, dass du die vielleicht noch irgendwie schließt. Also wenn das wirklich luftdicht ist oder einigermaßen dicht genug, dann sollte es eigentlich gut funktionieren. Und wenn der Behälter eher kleiner, würde ich sagen, ist besser als groß. Hm. Und der Abstand zwischen den Platten, der muss ja nicht, die müssen zwar nicht genau aneinander liegen, aber der muss auch nicht allzu groß sein. Okay. Ich habe das immer in die Cola-Flaschen getan, so wie ich das von Peter Salocher gehört habe. Einfach die Spulen und so schmale Platten in die Cola-Flasche und drehte und einmal einen Sprühstoß rein und dann zumachen. Und im Sommer kann man das schön in die Sonne legen, man kann es drehen und das geht wunderbar. Und im Winter lege ich es auf die Heizung, da ist auch immer schön warm. Das geht immer ziemlich flott. Aber dann stehen die ja im Prinzip, dann liegen die ja auch im Prinzip an, dann hängen die ja nicht direkt in diese Cola-Flasche, ne? Ja, die liegen da so ein bisschen nebeneinander, aber die sind ja, schwimmen ja nicht da drin, weil das ja nicht nass ist. Das ist ja nur ein ganz bisschen reingesprüht. Okay. Wenn man es genau nimmt, sollten sie nicht am Plastik anliegen. Es bildet sich trotzdem die Nanobeschichtung, aber dort, wo es am Plastik anliegt, werden, glaube ich, weniger Schichten entstehen bei diesen Stellen. Da war so eine angeregte Diskussion. Ich habe kaum einen Zwischenraum gefunden, wo ich kurz meine Variante erläutern hätte können. Ich habe da ein Tupperware-Gefäß, dort ist die Cold Caustic-Lösung drinnen. Deswegen ein Tupperware-Gefäß aus PP05, damit ich auch Platten dort hinein tauchen kann.
Ich bin dazu übergegangen, als die Platten bei mir diese kupfernen Stellen noch hatten, weil ich habe eine Box genommen und dort die Cold Caustic hineingesprüht. Und da hatte ich ab und zu den Fall, dass die Platten nicht gänzlich beschichtet waren. Dann habe ich sie eingetaucht in das Cold Caustic und dann aufgehängt. Und so habe ich es geschafft, dass die Nanobeschichtung überall durchgängig war. Eins habe ich noch zusätzlich getan. Ich habe da so einen Marmorwaschsand mit 5% Tensiden drinnen. Mit dem habe ich die Oberfläche der Platten komplett poliert, sozusagen. Ich habe da diese ganzen Fettbatzer, die von der Hand dann noch drauf sind, die ganzen Fingerabdrücke und sonst noch was auf den Platten mit der Zeit, wenn man sie lagert, sich oben ablagert, habe ich runterpoliert und sie dann eingetaucht und dann aufgehängt. Damit hatte ich die besten Ergebnisse. Ja, vorher hatte ich die, was hätte ich vorher genommen? Also ich habe ja prinzipiell Handschuhe getragen, ne, dafür, also, und habe dann vorher im Prinzip mit so einem Topf-Dings da, mit diesem Stahl, wo diese Stahlwolle im Prinzip hat, im Prinzip so ein bisschen, manche Platten haben ja so eine ganz feine Legierung drauf, keine Ahnung, wofür die ist, wahrscheinlich damit sie nicht grün wird oder sowas. Im Prinzip gewaschen komplett und dann im Prinzip aufgehangen. Aber ich versuche das mal mit einer kleineren Kiste. Und dann werden wir mal sehen, vielleicht mache ich da auch ein paar Streifen. Also jetzt zum Beispiel habe ich die Platten, also jetzt zum Ganz, CO2-Ganz machen, habe ich jetzt die Kupferplatten außen dran gemacht, dicht außen dran an dieses dünne Kunststoff. Und innen drin habe ich dann im Prinzip die Zinkenplatten hängen, auch ein paar Streifen und so weiter. Und das sieht so aus, als wenn es eigentlich relativ gut funktioniert. Zumindest ist Strom ordentlich drauf auf den Drähten. Also normalerweise könnte man ja, weil ja die Kupferplatten nicht im Ganz hängen, im Wasser, also im Salzwasser, könnte man da ja ordentlich Strom drauf geben. Oder nicht? Weil ja die Kupferplatten nicht direkt in Berührung kommen. Da dürfte ja eigentlich nicht so viel passieren. Oder kriegt man dann zu viel Zinkoxid? Ja, kommt drauf an, wie viel Strom und welche Spannung du verwendest. Das müsstest du ausprobieren. Ich habe da leider keine Erfahrungswerte, vielleicht jemand anderer. Also normalerweise ist es ja so, es ist immer so um 1,1 pendelt das meistens immer so. Also wenn du zum Beispiel Kupferoxid herstellen möchtest und nicht das Kupferdioxid, das Türkise, sondern das Rote, das verbunden ist mit dem Muskelgewebe. Da hat der Giovanni bei seiner Präsentation am Blueprint Day seine Methode vorgestellt, wo er auch die Temperatur eingestellt hat mit einem Tauchsieder oder so einem Aquariumheizstab. Und hat regelmäßig gemessen, die Temperatur und den Salzgehalt auch perfekt eingestellt, damit das Muskelgewebe von der Naomi sich schneller heilen kann. Und da hat er, ich glaube, sogar höhere Spannungen verwendet. Ich müsste nachschauen, auf jeden Fall dort bei dem ersten Blueprint Day am Samstag war das. Dort in der Präsentation findet man die genauen Daten. Und auch beim KF-Wiki. Ja, gut, also ist da noch ein bisschen Tüftelarbeit notwendig. Ja, damit wollte ich nur sagen, Strom und Spannung kann oftmals auch sinnvoll sein, aber bisher bin ich ausgekommen mit der Eigenspannung, weil ich habe da eine Plattengröße, wo ich immer so um die 1 bis 1,2 Volt erreicht habe, wenn ich die ganze Produktion angestartet habe. Und es ist jedes Mal die Spannung gesunken. Ich habe da öfters auch beobachtet, dass die Nanobeschichtung auf der Nanoplatte sich eben auflöst, trotz der LED. Nur es dauert halt länger. Und dementsprechend, ich glaube, das ist proportional zur Spannung, die man da messen kann. Also wenn das bei um CO2-Zinkoxid geht und vor allem um den CO2-Anteil, dann brauchst du keinen Strom verwenden. Das eine ist, es geht schon schneller damit,
Also wenn du jetzt große Mengen haben möchtest und es jetzt weniger um die Qualität geht, aber wenn du die Zeit hast, ein paar Tage länger zu warten, dann brauchst du da gar keine Elektrizität verwenden. Dann hast du einen höheren CO2-Anteil und Elektrizität ist auch im Materiespektrum und es dauert halt länger, wie gesagt, aber du machst es dir letztendlich nur den Prozess komplizierter, was nicht unbedingt nötig ist. Also im Prinzip, ja, auf gut Deutsch halt einfach halten, ne? Ja, aber wie gesagt eben, dass wenn, je nachdem, wenn du weißt, was du tust, dann kann das durchaus sinnvoll sein. Oder wenn du in Massen produzierst oder was auch immer. Aber wenn das jetzt nicht unbedingt sein muss oder du nicht jetzt einen bestimmten Grund dafür hast, dann lass das einfach weg. Jo, danke erstmal. Vielen Dank. Mag noch jemand was teilen? Seine Experimente, seine Fotos, seine Erfahrungen? Ja, ich habe noch was. Ja, gerne, Steffen. Ich habe gestern meine ersten Pads gemacht und das ist so ein bisschen mehr gegen Schmerzen und sowas, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe einmal CO2, Zinkoxid und einmal CO2. Und da steht ja da, gegen Schmerzen soll man CO2 nehmen. Weil ich habe auch Türkisis, wo im Prinzip ein bisschen Kupferanteil drin ist, was aber natürlich auch CO2 ist. Jetzt ist die Frage, und man muss es immer wahrscheinlich ausprobieren, aber ich wollte ja eigentlich nur, vielleicht hat ja schon jemand damit Erfahrung gemacht. Ich habe jetzt, was habe ich genommen? CO2-Zinkoxid. Ja. Ich muss das nochmal diese Nacht probieren, beziehungsweise tagsüber. Da war das nicht so richtig, ist nicht so richtig besser geworden. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, weil es eine Mischung ist mit Zink drin oder halt zu viel Zink oder sowas, oder muss es ein reines CO2 sein? Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob davon jemand schon irgendwelche Erfahrungen gemacht hat, dass man auch Mischungen nehmen kann. Also mir ist schon klar, dass man die verschiedenen Gänse mischen kann. Nur wenn man jetzt zum Beispiel, wer hat das vor uns gesagt, mit dem Kupferoxid, mit dem, was Energie gibt, ich glaube Mario war das. Das sollte man dann, denke ich mal, nicht nehmen. Wenn man jetzt zum Beispiel Schmerzen hat, das ist ja das Einfachste, was man im Prinzip lindern sollte. Da kann ich eine Erfahrung teilen. Ich hatte ja die Schnittverletzung auf der Hand oder habe noch die Narbe, die gerade zuwächst. Ich hatte kein CuO, ich hatte nur CuO2. Ich habe CH3 und CO2-Zinkoxid verwendet, habe zwei Patches gemacht, einen mit mehr, einen mit weniger. Habe es mir links und rechts auf die Hand getan und 3 Tage lang habe ich es jeweils pro Tag 3 bis 4 Stunden lang verwendet. Ich hatte keinerlei Schmerzen, gar keine. Aber ich war so energetisiert. Das hat nicht nur die Hand betroffen, das hat meinen gesamten Organismus betroffen. Und ich habe mich ab dem 3. Tag nicht mehr wohlgefühlt und habe es dann entfernt. Damit möchte ich sagen, CuO2 war in dem Fall für meine Verletzung nicht das Richtige. Also ich hatte eine Schnittverletzung und im Endeffekt hätte ich CuO benötigt, was ich aber nicht hatte. Somit habe ich einfach verwendet, was ich gehabt habe. Eins möchte ich noch einbringen. Diese Gänse können unter bestimmten Umständen ihre Energie verlieren. Sie sind ja offen und gleich da für den Ausgleich. Das heißt, wenn etwas Energie braucht, dann gibt das Ganze die Energie bedingungslos. Und wenn man zum Beispiel die Gurkengläser nicht verschließt, wo das Ganze mit dem destillierten Wasser drinnen ist, dann kann die Energie leichter entweichen. Und warum es nicht entweicht, wenn das Glas geschlossen ist, kann ich leider nicht sagen. Aber das wurde bereits nachgewiesen und man sollte eine Gansbox, da gibt es ja mehrere Ernten und man kann auch 2 gleiche oder 3 gleiche Gansboxen aufbauen, dass man die Gänse mischt miteinander.
dass man zu dem Ganzen, das man bereits gewaschen hat, das nächste, das fertig wird, das dann fertig gewaschen ist, hinzufügt. Da reicht ein ganz klein wenig hinein, damit die Energie und die Kraft erhalten bleibt, weil jede Ernte hat eine bisschen andere gravitativ-magnetische Feldstärke. Und wenn man das dann mischt, dann bleibt die Kraft des Ganzes länger erhalten und verstärkt sich sogar. Und beim Mischen von Ganzen, beim Mischen können Feldstärken entstehen. Das heißt, wenn ich jetzt mehrere Ganze zusammenmische, kann es sogar passieren, dass sich eines der Ganze oder das gesamte Ganze dann transmutiert. Mir ist das passiert beim Kupferdioxid, dem Türkisen, dass es in der Nähe von einem Bleigans, das ist aber eine ganz bestimmte Stelle in meiner Werkstatt, immer wenn ich dort einen CuO2-Gans hinstelle, wird es grau. Ich weiß noch nicht, was für ein Gans da entstanden ist, weil ich keine Testmöglichkeit habe, aber aus einem CuO2 wurde ein graues Gans, ein dunkelgraues Gans oder so mittelgraues Gans. Und ich habe auch bemerkt, bei einer statischen Star Formation, die ich wie ein Magraph aufgestellt habe, drei Weihnachtskugeln übereinander auf Holzbrettern. Dort hatte ich ganz unten das CO2-Zinkoxid, in der Mitte das Kupferdioxid und dann oben das CH3. Ich habe es einfach nur stehen gelassen. Und nach einem Jahr habe ich dort einmal hingeschaut, habe es mir angesehen. Und das CuO2, das Türkise, hatte eine leichte Schicht von etwas Braunem. Und das kann nur eine Art Transmutation sein. Da müssen wir aufpassen ein wenig, weil die Ganze sind offen und sie teilen sofort ihre Energien. Deswegen wird auch geraten, dass wir die Ganze mit einem gewissen Abstand lagern. Ist nicht immer machbar. Am besten wären 5 Meter mindestens, hat es geheißen. Aber alleine schon bei 1 Meter ist mir nie irgendetwas passiert. Und auch wenn sie, manche kann man auch nebeneinander stehen lassen. Die drei Hauptganse zum Beispiel, da hat sich kaum etwas verändert, wie ich sie nebeneinander gestellt habe. Da muss man halt schauen. Irgendwann haben wir Testergebnisse, haben wir genaue Forschungsergebnisse von Testserien und dann wissen wir endlich Bescheid. Und bis dahin können wir gerne noch weiter experimentieren. Ja, danke du. Nochmal auf das zurückzukommen, Steffen, was du da am Anfang gesagt hast, dass du da Zinkoxid mit drin hast, das sollte kein Problem sein. Also das ist eher vielleicht das Problem, wenn du zu viel Zinkoxid hast, dass du kaum CO2 ganz drin hast. Und dass das einfach zu wenig ist, um das zu erreichen, was du erreichen möchtest. Aber Zink ganz ist höchstens hilfreich. Also in den meisten Fällen wird das jetzt nicht irgendwie störend sein. Weil das hat einfach den Effekt nochmal auf die Emotionen. Dass du zusätzlich zu dem Effekt Heilungsprozess oder wie auch immer oder Schmerzlinderung durch CO2, dass du zusätzlich noch den emotionalen Ausgleich dazu hast. Also nicht, dass du das jetzt zu sehr als problematisch siehst, wenn da Zinkoxid mit drin ist. Nö, das nicht. Also deswegen sage ich ja, man könnte ja genauso gut theoretisch immer so machen, dass man im Prinzip, wenn man irgendwelche Gänse produziert, wo man jetzt zum Beispiel, die man jetzt, wo man Wunden behandeln kann oder wo man im Prinzip Schmerzen behandeln kann, dass man ja immer was für die Emotionen mit reintut. Aber das passiert ja in dem Moment automatisch, weil man es ja mischen muss. Ich habe, was habe ich denn für ein Mischungsverhältnis genommen? 3:5. Also ich habe, glaube ich, waren das 5 Milliliter in dem einen und 3 in dem anderen war das, glaube ich. So circa. Also 5 Teile in dem einen und 3 Teile in dem anderen. Ich weiß jetzt nicht, ist das zu viel oder ist der Unterschied zu klein, dass da noch deswegen nichts passiert ist? Nee, das kann man so pauschal nicht sagen. Ich würde eher sagen, dass der Maßstab kann größer sein, wenn sich das Feld, also wenn der Maßstab kleiner ist, baut sich das Feld leichter auf. Weil wenn der Maßstab zu unterschiedlich ist, wie zum Beispiel 1:10.000, dann kann es sein, dass da einfach die Verbindung erstmal gar nicht da ist.
wenn du es mit einem kleinen Maßstab anfängst, wie zum Beispiel 3 zu 5, dann könntest du es später theoretisch ändern auf, weiß ich nicht was, 2 zu 5, 1 zu 5. Aber das ist okay. 1 zu 2 geht auch, 1 zu 3 geht auch. So, das ist für die, sag ich mal, für die normalen meisten Anwendungen kannst du ein Verhältnis nehmen von 1 zu 2 zum Beispiel. Und das war ja so, dass im Prinzip auf diese Patches dieses ganze Wasser drauf reinkommt, ne? Und nicht das Ganze selber. Ja, du kannst auch ein paar Flocken ganz mit reinmachen, aber muss nicht unbedingt sein. Du musst halt damit rechnen, dass die möglicherweise, dass ein bestimmtes Spektrum dieser Energie dann mit der Zeit einfach aufgebraucht ist. Also nicht, dass du davon ausgehst, dass das in 10 Jahren vielleicht noch den gleichen Effekt hat wie jetzt. Nee, das nicht. Nur es ist ja, das reine Ganze hat ja im Prinzip, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein kräftigeres Feld als im Prinzip das ganze Wasser. Das heißt, das reine Ganze überträgt das Feld auf das Wasser und das Wasser nehme ich dann im Prinzip, um damit zu arbeiten und so weiter. Ne? Nicht unbedingt, weil das Wasser ist ein guter Überträger für uns, weil wir ja auch aus Wasser bestehen. Ja. Das ist für uns vielleicht tatsächlich besser, effektiver, das flüssige Plasma, also das Wasser zu nehmen, als das Ganze in manchen Fällen. Also das jetzt zu sagen, das Ganze ist stärker, das würde ich jetzt nicht unbedingt so stehen lassen. Okay. Ich hatte bei meiner Handverletzung mit den 2 Patches, die ich mir drüber getan habe, auch ganz hineingetan. Und meiner Ansicht nach, aber das ist nicht wirklich offiziell bestätigt, ist das ganz einfach näher auf der Materieebene und das Plasmawasser auf einer eher feinstofflicheren Ebene. So habe ich das für mich, so sehe ich das derzeit. Das hört sich nach einer guten Beschreibung an, ja. Und das in dem Sinne kann es tatsächlich in manchen Fällen besser sein, das Ganze zu verwenden, ja. Also es ist ja immer die Frage, was man genau machen möchte und dann kann man es individuell anpassen. Ja, man findet ja noch so die echt viele Anregungen für alle möglichen Sachen, wo man diese Patches dann reintun kann. Ich glaube, es ist sogar für den Kopf so eine lustige Mütze gesehen, wo man innen drin diese Patches reinstecken kann und dann setzt man sich so eine Mütze auf und fertig. Es gibt so vieles, was man da machen kann und das finde ich echt fantastisch. Noch eine andere Frage hatte ich, und zwar zu den Health Pans. Ich habe jetzt noch ein paar mehr gemacht, etwas kleinere mit 2 Spulen drin. Da habe ich verschiedene Exemplare gesehen mit CO2, also mit Liquid Plasma vorne drin an der Spitze. Die haben da teilweise so eine kleine Kugel reingetan. Im Prinzip, die war gefüllt und dann haben sie im Prinzip den Stift rein und dann haben sie hin, dass diese ganze Tube da zugeschraubt und fertig. Hat da jemand schon mal irgendwelche Erfahrungen gemacht mit diesem extra Plasma drin vorne, worauf sich das auswirkt und wie und so weiter und so fort? Weil ich kenne ihn eigentlich nur als rein nanogekohlten Kupferdraht, gewickelt als Spule, ein Innen, ein Außen, vielleicht noch einen dritten oder einen vierten. Und dann im Prinzip in so einem, ich hatte dann den ersten, den habe ich in so einem Schlauch gemacht. Der war, glaube ich, mit 3 oder 4, das weiß ich jetzt gar nicht. Und hat funktioniert tadellos. Ich habe es meiner Tochter gegeben und sie hatte irgendwie irgendwas am Fuß da. Und ja, ist weg. Ja, gut, okay. Hat also funktioniert. Also daran sieht man ja, wenn man mit Kindern arbeitet, sie sind vollkommen unvoreingenommen und sagen ja offen und ehrlich ihre Meinung darüber, ne? Es ist einfach unglaublich. Ich weiß jetzt nicht, hat jemand schon irgendwie das mal probiert mit so einem Ganzkügelchen da vorne drin? Also CO2, denke ich mal, wird es sein. Aber man könnte es mal probieren. Probiert habe ich es noch nicht. Ich habe schon bereits welche gesehen. Da wurde sogar der nanobeschichtete Draht in dieses kleine Glaskügelchen hineingeführt und war dann im Ganz drinnen. Ja, das kann auch sein, dass es vielleicht sogar so war, ja. Ja, es ist halt immer die Frage. Also, wenn ich jetzt das Geld hätte und auch die Zeit hätte, würde ich Testserien machen. So richtig groß angelegte Testserien. Doch ich habe mir das schon öfters überlegt, da braucht man wirklich mehrere Arbeiter,
beziehungsweise ein richtiges Labor dafür. Doppelblindstudien. Ja, genau, zum Beispiel. Wenn wir das aufbauen könnten in unserer Community, eine gute Testserie finden und dass dann zwei oder drei das nachmachen könnten. Aber leider ist es ein Kostenaufwand, der sich in Grenzen hält, aber der Zeitaufwand ist extrem. Ja, und es ist ja auch so, dass wenn du jetzt ein bestimmtes Symptom behandelst, dann kannst du ja nicht so einfach, sag ich mal, einen Stift verwenden, testen, wie der funktioniert hat und dann den zweiten Stift verwenden, weil der erste ja schon verwendet wurde. Weißt du, das hat ja nicht mehr den gleichen Effekt. Also das sind alles so ein bisschen Schwierigkeiten. Und auch wenn du zwei verschiedene Leute nimmst, die sich vielleicht verbrannt haben, dann ist das auch nicht unbedingt gesagt, dass das jetzt bei jedem genau gleich anschlägt. Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist vollkommen richtig, was du sagst. Ich habe das ich komme ja mehr aus der Technik, ich habe das für die Nanobeschichtung einmal so gemacht, dass ich verschiedene Kaustiklösungen produziert habe. Ganz am Anfang habe ich die Variante genommen, ich glaube, das waren 40 Gramm NaOH, 10 Gramm KOH auf einen Liter Wasser. Das war so eine Lösung, mit der hatte ich gute Ergebnisse. Aber ich habe dann weiter experimentiert. Ich habe mal 100 Gramm NaOH und 100 Gramm KOH auf 1,7 Liter Wasser gegeben und einmal 300 Gramm NaOH und 100 Gramm KOH auf 1,7 Liter Wasser und habe dann Nanobeschichtungen produziert. Genau die gleichen Bleche, genau die gleiche Größe, genau das gleiche Behältnis. Und ich habe herausgefunden, je mehr ich NaOH und KOH zugegeben habe, desto offener und lockerer ist die Beschichtung geworden. Das führte dazu, beim Waschen der Platten im destillierten Wasser sind mir extrem viele von diesen Nanofäden abgebrochen. Und zum Schluss bei der Ganzproduktion hatte ich bei den Platten mit der zu lockeren Beschichtung, muss ich schon fast sagen, hatte ich dann schneller das Kupferdioxid drinnen, weil es dann angefangen hat, weil das Kupfer dann durchgeschienen hat. Ja, es prägelt dann ab, ne? Ja, und ich bin drauf gekommen, die Variante, also weniger ist mehr in diesem Fall. Aber man kann ja theoretisch auch dieses jetzt nochmal zurück zum Ganz produzieren, ja auch mit, wenn man jetzt einen Draht nimmt oder man hat eine Spule gewickelt und tut den Feuernanocoaten und schmeißt den dann in Salzwasser rein und Zinkblech rein, dann kann man ja genauso gut damit Ganz produzieren wie jetzt mit einem Caustic Soda. Also das sind ja nur zwei Sachen, die man halt, Varianten, die man für sich selber entscheiden kann, ob man das nimmt oder im Prinzip das andere halt, ne? Ja, das ist genau das Gleiche, wie du kannst mit jeder Art und Weise ein Ganz produzieren. Du nimmst einfach einen Zinkdraht oder ein kleines Stück Zinkblech und einen Graphitstab und produzierst Ganz. Wenn du deine Intention hineingibst, kann jedes Ganz aufgewertet werden. Das heißt, wenn deine Intention, dein Gefühl sich überträgt, dann hast du deine Energie dann noch zusätzlich mit drinnen in dieser Box. Das heißt, wir haben so viele Möglichkeiten, etwas zu verändern, aber leider, also manche von uns mögen Auren sehen können. Ich kann es leider nicht. Mit der Variante, wenn man sie sehen kann, diese feinstofflichen Energien und Farbunterschiede sehen kann oder den Fluss von den Energien sehen kann, dann hat man es wirklich viel einfacher, diese Plasmatechnik zu begreifen. Aber ich habe es bisher noch nicht geschafft. Ich spüre die Energie, aber das ist mehr oder minder fast überall die gleiche Energie. Ich habe zwar schon zwischen magnetisch und gravitativ, da konnte ich mit Zucker und Salz ganz ein wenig unterscheiden, weil das Salz ganz besonders gravitativ ist und das Zucker ganz besonders magnetisch. Und da habe ich schon einen gewissen Unterschied spüren können, aber das wird noch mehr Zeit bedürfen, bis dass ich da mit meinem eigenen Messinstrument, mit meinem Körper genaue Aussagen treffen kann. Ja, und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man, ich habe ab und zu mal so ein bisschen gedacht, ja, wenn man das nicht sichtbar machen könnte, ne? Aber das ist ja eigentlich überhaupt nicht Sinn der Sache, sondern wir haben ja alles im Prinzip an uns, wo wir im Prinzip alles wahrnehmen können und so weiter und so fort.
Und das ist ja auch, wie du schon sagtest, genau das, wo wir im Prinzip selber mit den Händen oder wie auch immer es spüren können und messen können. Okay, ist das jetzt richtig oder ist das nicht richtig? Ne? Das ist jetzt wie zum Beispiel, tue jetzt zum Beispiel vorbereiten, einen Magraff selber zu machen, beziehungsweise erstmal die Spulen und so diesen ganzen Aufbau da mit zu überlegen und so weiter. Da kommen ja auch die drei Ganzsorten ja noch, also dieses Liquid Plasma von den drei Ganzsorten auf die Spulen und in diesen Bällen oder Kugeln oder Glaskörperchen da in der Mitte. War das Ganz? Kommt da reines Ganz rein oder ganz Wasser? Das weiß ich jetzt nicht genau. Da könnte man ja theoretisch ja auch andere Gänse mit reintun, ne? Ja, ich empfehle dir Ganswasser mit ein paar Flocken Gans. Das reicht oft aus, um die Energie wirklich deutlich länger zu behalten. Also in den Bällen, also in der Mitte? Ja, nur ein paar Flocken Gans. Und du kannst dir verschiedene, wenn du drei verschiedene machen kannst, einmal nur mit Gans, einmal nur mit Plasmawasser und einmal mit so einer Hälfte-Hälfte-Mischung vielleicht. Vielleicht kann man dann irgendwelche aussagekräftigen Ergebnisse ableiten. Ja, man könnte auch so ein Mini-Magraff bauen, ne? Da habe ich jetzt nicht viel, da habe ich gestern gerade ein Video gesehen. Da könnte man das ein bisschen variieren. Also ist jetzt einfacher zu bauen. Deswegen dachte ich, ne? Ich habe jetzt mal gesehen, da war ein Magraff mit 6 Ebenen. Das heißt, wahrscheinlich hat er unten drunter die drei normalen Ganze und dann hat er im Prinzip oben drüber noch ein paar gemacht. Das habe ich zum ersten Mal gesehen. Alles Mögliche, was dir dazu einfällt, kannst du machen. Also du kannst auch mit 9 Ebenen, du kannst das also groß und breit und wie auch immer machen, wie du willst. Ja, wahrscheinlich tut man dann nur unnötig mehr Energie produzieren oder kann Energie ziehen, weil es ist ja dann immer so, was wir auch umdenken müssen, ist, dass wir im Prinzip so viel Energie ziehen, wie wir brauchen und der Rest wird dann im Prinzip nicht produziert oder so in der Art halt, ne? Genauso wie mit diesen Pads. Es gibt so viel Energie, wie man zieht und damit ist, wenn nichts mehr gezogen wird, dann wird nichts mehr gegeben. Ne? So habe ich es zumindest verstanden. Wenn es falsch ist, bitte dann tut mich korrigieren, ne, damit ich das nicht missverstehe. Aber du hast es sicher richtig gemeint, aber auch bei den Patches würde ich mich öffnen sozusagen und einmal geben. Ja. So dass das ganz bemerkt, was ich bin, wie ich bin und vielleicht sogar, was mir fehlt, keine Ahnung. Und durch das Geben bekommen wir dann. Ja. Ich spreche immer mit den Pads. Also wenn ich irgendwo Schmerzen habe, sie mögen mir helfen, dass die Schmerzen weggehen. Und in dem Moment, wo ich anfange, mit den Feldern zu sprechen, dann arbeitet das richtig. Da merkt man richtig so ein Pulsieren, also dann fängt es richtig an zu arbeiten. Und ich nehme mein allererstes Gans, das ich gemacht habe, das ist auch nichts Besonderes, da ist alles Mögliche drin. Dann nehme ich ein größeres Pad, ein etwas kleineres Pad und das funktioniert hundertprozentig gegen alle möglichen Schmerzen. Das nehme ich dann auch als Spray gegen Insekten und gegen Verbrennungen. Das habe ich schon in einigen Teachings erwähnt. Meinen Enkelkindern von 1 Jahr, 2 Jahren, die bekommen das, wenn sie erkältet sind, ins Trinkwasser rein und trinken das. Gegen Hornissenbiss hatte ich mal, also gegen alles Mögliche hilft das. Und das ist auch bei minus 14 Grad tagelang nicht eingefroren, dieses Ganze. Das ist das allererste, das ich gemacht habe. Und ich habe einfach immer so die Intention, weil ich das damals so fest von überzeugt war, das hilft einfach. Du füllst nur immer destilliertes Wasser auf in das Gläschen und dann brauche ich das irgendwann auf und fülle es wieder auf und nach 24 Stunden hat es wieder die volle Kraft. Und das ist einfach, es hilft einfach und das ist kein reines CO2 oder Zinkoxid, sollte es eigentlich sein, ist aber wohl alles Mögliche drin. Welche Farbe hat es denn? Beige. So cremefarben. Hm.
Ich hatte noch irgendwas, mir ist es aber nicht eingefallen. Vielleicht kommt es noch. Aber danke erstmal. Bitte. Sehr schön, vielen Dank. Habt ihr noch Fragen dazu oder möchtet ihr noch was anmerken oder selbst irgendwas teilen an Experimenten oder Erfahrungen? Mir ist das ja am Anfang nicht eingefallen, aber ja, ich habe tatsächlich auch einen Erfahrungsbericht. Na los. Und zwar, erstmal habe ich generell festgestellt, dass diese Plasmatechnologie besonders effektiv und schnell bei sowohl Tieren und Kindern wirkt, weil die scheinbar noch nicht irgendeine Barriere haben wie Erwachsene oftmals. Also das wirkt teilweise sowas von schnell und effektiv. Und das habe ich jetzt bei meinem Sohn war das jetzt wieder der Fall. Er hat tagelang Beinschmerzen gehabt. Teilweise konnte der nicht mal in der Schule Sport mitmachen. Und dann hat er beim Gehen immer gesagt, es fühlt sich so an, als wenn seine Gelenke, Knie- und Fußgelenke, als wenn er wie eine Eisenbahnschiene oder so. Also er sagte, fühlt sich an wie Eisen. Das Bewegen fiel ihm schwer. Und dann habe ich ihn, ich habe so einen Gürtel, diesen Gürtel, den man von der Cash Foundation bestellen kann, das erste Modell, das haben wir immer hier mal irgendwo mal eine Anwendung und das habe ich gesagt, hier legt ihr das mit hin, das hat er sich dann ins Bett gelegt, sein Bein darauf gelegt und nach ganz kurzer Zeit war alles weg, also alle vier Punkte, beide Knie, beide Fußgelenke war weg und er kann wieder ganz normal sich bewegen, keine Schmerzen, keine Probleme. Und jetzt ist das so, dieser Gürtel, der ist, glaube ich, noch etwas anders. Also das ist, glaube ich, nicht einfach nur so ein ganz Patches. Ich will den jetzt nicht öffnen, das ist mir zu schade. Aber ich meine, dass da noch irgendwelche Magnetplatten drin sind. Herr Kesch selbst hat den mal verwendet für sich. Da hat er sich wohl mehrfache Rippenbrüche in 3 Wochen, glaube ich, sagte er, geheilt, wo die das im Krankenhaus teilweise alles noch mitverfolgt haben und die das nicht glauben konnten, was da passiert. Das ist noch irgendwie, geht noch ein bisschen in eine andere Richtung. Also Herr Kesch arbeitet jetzt selbst ja auch mit Magneten viel. Und ich meine, dass da, wie gesagt, auch noch Magnet zusätzlich zu diesen 3 Grundganzsorten auch noch irgendwelche Magnetplatten drin sind. Aber wie gesagt, ich will das nicht öffnen, ich will nicht jetzt nachgucken. Auf jeden Fall auch dieser Gürtel, der wirkt manchmal ganz gut. Und also ich habe das manchmal so, dass ich mir die Schulter ausrenke, also nicht jetzt auskugeln, aber so ein bisschen verrenkt und dann mir das wehtut, den Arm zu bewegen. Dann hänge ich mir den so schräg über den Rücken, über die Schulter. Und ich weiß gar nicht genau wann, ob das nach einer halben Stunde passiert, aber ich merke einfach, irgendwann kann ich den Arm wieder ganz normal bewegen. Und das, obwohl das sonst ein paar Tage anhalten würde. Und manchmal ist es dann der andere Arm, dann wechsle ich das auf die andere Seite und dann ist gut. Also das. Also aber wie gesagt, das ist bei meinem Sohn so schnell. Der hat, wie gesagt, tagelang da, wie gesagt, Probleme mit gehabt und auch in der Schule, wie gesagt, Sport nicht mitmachen können. Und beim Gehen sagt er das dann auch. Und dann habe ich gesagt, ja, leg dir das doch einfach dahin. Und dann kam er da an und sagt, das ist alles weg. Und seitdem auch hat er sich jetzt auch nicht mehr, keine Beschwerden mehr gehabt. Super. Ganz toll. Dankeschön, ja. Ja, Kinder und Tiere, das ist mir auch aufgefallen. Das ist schon toll. Habt ihr noch Fragen an Mario oder möchte noch jemand was hinzufügen? Ich wollte noch ganz kurz sagen, das hatte ich jetzt bei meinem Enkel gestern gehabt. Der hatte 2 Tage Fieber. Ich wusste das gar nicht so, dass er Fieber hatte, weil die Kinder laufen ja trotzdem rum. Und dann habe ich ihm einfach meinen Plasmaspray, so einen Sprühstoß ins Wasser getan und abends war das Fieber weg. Dann ging es ihm wieder besser. Also es ging ganz schnell. Das 2-mal getrunken und war es weg. Also du meinst jetzt dieses CO2 Zink, ja, ne? Mein Spezielles, was auch immer da alles drin ist. Fantastisch, Dankeschön. Was könnte man denn machen, wenn man jetzt zum Beispiel in der Nacht schlecht schlafen kann, um die ich habe Probleme, ist manchmal so, dass wenn man, ich weiß nicht, was zurzeit hier bei uns geflogen wird, diesen Chemtrails und diesen ganzen Kram da. Das ist manchmal so, dass man in der Nacht aufwacht und dann hat man so eine hämmernden Kopfschmerzen. Und das geht natürlich dann fast das ganze Tagesüber, ne? Und
ja, das ist manchmal ein bisschen heftig. Und ich habe mir jetzt schon mal überlegt, das habe ich, glaube ich, auch wieder irgendwo gesehen, ein Bild oder ein Film, der hat sich das einfach in der Nacht unter das Kopfkissen gelegt. Ich glaube, das waren auch zwei Patches, eins auf der rechten Seite, eins auf der linken Seite, mit unterschiedlichen Feldern natürlich. Und ja, hat geschlafen wie ein Stein. Ich glaube, das werde ich heute Abend mal versuchen. Wenn ich mich kurz einbringen darf, falls es die magnetische Strahlung von den Harpanlagen ist, mit denen Sie oben diese Sprühlösung verteilen, damit eine Wolkendecke entsteht. Da hat die Carolina uns unterrichtet, dass Unendlichkeitsspulen, die in Infinity Loops solche magnetischen Strahlungen zerstreuen. Also ein Teil der Strahlung tritt in diese Infinity Loop ein, wird dann die ganze Zeit durch die zwei Kreise bewegt und das bildet dann das Feld, das diese Schirmwirkung auslöst. Und du könntest probieren, einen feinadrigen Draht. Da gibt es ja diese Boxenkabel, wo viele feine Kupferlitzen drinnen sind. Du drehst dir diese Achterspule und schaust, dass du die beiden Enden miteinander verbindest, hineinsteckst und ein bisschen zusammendrehst, das reicht. Und dass in der Mitte die beiden Drähte sich berühren. Das kannst du dann nanobeschichtet in ein kleines Plastik einschweißen und es um dein Bett herum hängen. Also unterm Bett hast du gesagt, ne? Um dein Bett. Also eigentlich würde ich daraus einen Vorhang basteln und an die Decke und an jede Wand. Das ist ein sehr, sehr großer Aufwand. Jetzt dachte ich mir, der nächst kleinere Aufwand wäre vielleicht überm Bett irgendwo, wo ich sie aufhängen kann. So im Schlafzimmer so ein paar hinhängen. Hm. Weil dann hast du dort, wo diese Spulen sind, diese ausgeglichenen Felder, weil es eben eine Achterspule ist. Ja, das ist im Prinzip die Achterspule, meinst du 8 mm Durchmesser, ne? Nein. Wart ganz kurz. Ich werde kommen. Die liegende 8 ist das. Ach so, ja. Dieses, ja. Okay. Lebniskarte. Ja, also genau so. Und dann hast du die Stelle mit den zwei Enden und die kannst du miteinander verbinden und es halt zusammendrehen. Wenn so feinadrige Leiter sind, da hast du so ganz, ganz viele feine Adern in so einem großen Boxenkabel drinnen. Ja. Und diese feinadrigen Drähte, die sind super für diese Anwendung. Und in der Mitte müssen sie sich berühren, hat es geheißen. Und ja, damit kannst du auch experimentieren, falls es magnetische Strahlung von Sendemasten oder Harpanlage oder sonstigem ist. Weil das wirkt bei diesem in diesem Fall Wunder, hat es geheißen. Dieser Draht, soll ich den komplett abisolieren? Ja, komplett abisolieren. Ah, ja, natürlich. Ja, dann auch Nano beschichten, ja. Okay. Ja, ja, das ist eine gute Idee. Da bietet sich diese Cola-Flaschen-Methode an, wo du einen Teil von der Isolation noch drauf lässt und es wirklich ganz langsam durchkoten lässt. Die habe ich noch nicht gesehen, nee. Ah, okay. Cola-Flasche mit ein ganz wenig NaOH, da kannst du auch die gebrauchte Lösung, diese bläuliche Lösung verwenden, dort hinein und oben in der Flasche machst du drei Löcher, wo du den Draht ein bisschen abisoliert, dass die Isolation mit dieser Flasche abschließt und mit Heißkleber musst du es zumachen. Da kannst du mehrere solcher Drähte mit der Isolierung dann durchkoten lassen. Ach so, die hängen dann drin in diesem Teil? Ja, oder nur ein Stück Isolation, dass du sie bei der Flasche befestigen kannst. Die koten sich dann komplett durch. Also durch die Isolation durch? Ja, die Nanobeschichtung wandert von dem Innenteil, der in der Flasche drinnen hängt,
Ach so, das andere hängt außen runter. Ja, und das andere hängt außen runter. Nur ich hatte da schon bei manchen Boxenkabeln, dass die Isolation dann nicht mehr zum Runterbekommen war, wie ich das probiert habe. Ja, das wäre natürlich, ja, aber die kann ja eigentlich, ist die im Weg, also filtert die? Nein, das Kupfer aufgrund der Nanobeschichtung dehnt sich aus und diese Plastikumhüllung, die ist sehr, sehr eng. Mhm. Weil das Plastik wird heiß gemacht und dann wird der Draht durchgezogen und das liegt wirklich eng an, dass ich dann die Isolation nicht mehr entfernen konnte. Das heißt, wenn man sie vorher komplett abisolieren und ein Stück rein und dann oben mit Heißkleber fest? Ja, aber dafür musst du den ganzen Draht zusammendrehen, weil wenn die Adern weit weg voneinander stehen... Ja, dann funktioniert es nicht, ja. Ja, deswegen musst du sie verdrillen. Ja, okay. Ja, das werde ich auf jeden Fall versuchen. Das ist, das klingt gut. Gerne. Was du einfach machen könntest, wenn du jetzt schon CO2 ganz hast, das einfach in eine Sprühflasche und um deine Aura sprühen und bitten, dass das schützt gegen diese Chemtrails. Von Anfang. Ja, das... einfach so über den Körper sprühen, wenn man rausgeht. Ja, das ist auch ich habe schon kleine Sprühflaschen gesammelt. das werden wir auch, das ist auch eine gute Idee. Ich habe mal gehört noch, dass man diese Reaktoren, irgendwie diese drehbaren Reaktoren nutzen kann, um auch so eine Art Schilde aufzubauen. Da bin ich aber irgendwie nicht ganz weitergekommen, weil man ja, ich noch am Anfang bin und nicht hinten anfangen kann, sondern vorne anfangen soll, ne? Bildet sich dann auch wie so ein Feld, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich stelle so einen Reaktor in mein Schlafzimmer und da ist im Prinzip CO2 drin oder ein bisschen von dem anderen noch und man müsste es natürlich probieren, aber es hat mal jemand davon geredet, dass sich so eine Art Schutzschild baut, der im Prinzip auch für diesen von diesen Strahlungen im Prinzip filtert oder im Prinzip ganz abhält. Ja, das ist also ein System, was noch aktiv ganz intensiv in der Forschung ist. Und das ist auf jeden Fall etwas, was dann alles gegen alles, also man könnte so sagen, nicht unbedingt ein Schutz von außen, sondern es schirmt dich ab von außen. Das kann so weit gehen, dass da nicht mal Regen mehr durchkommt. Also du kannst mal auf offener Wiese sitzen, hast das System an, da kommt man nicht mal mehr Regen durch. Also du bist in einer eigenen Atmosphäre, wenn man so will. Und in dem Sinne, es kommt da nichts an Strahlung durch oder in irgendeiner Wirkung. Auch ein Sturm würde um dich herumziehen. Und das ist etwas, was zum Teil hier schon gezeigt wurde, das mit dem Sturm jetzt das Beispiel. Und auch was mal gezeigt wurde, ist, dass da Lichteffekte schon zu sehen sind oder dass da die Hand auf einmal nicht mehr sichtbar war oder solche, also auch Unsichtbarkeitsgeschichten. Also das ist alles sind Dinge, da geht die Entwicklung hin in die Richtung. Oh, hast du da ein paar Links? Weil leider jetzt nicht im Kopf, wo das war. Ja, ansonsten irgendwie finde ich die Journal kein Thema. Aber das war so ein Bild, was ich damals gesehen hatte. Beziehungsweise es hat auch jemand erzählt irgendwo beim Teaching. Ich glaube, das war kann sein, dass das vielleicht von den Englischen war. Ja, ich fange erstmal von vorne an mit den ganz einfachen Sachen. Ich danke euch erstmal. Das haben wir jemand anders hier, Mickey Maus. Herr Holger, du bist nicht zu verstehen. So hat sich das also angehört, wenn ich Mickey Maus war, ja? Ganz genau, ja. Okay. Mag noch jemand was teilen? Ja, Wolfgang, hallo. Grüß dich, Wolfgang. Ich habe da noch was gefunden, das zu Stefanie ihren Vorschlag passt, bezüglich dem Grillenabend, da die Nanotechnologie den Menschen näher zu bringen oder das Nanocoding. Und zwar hat der Herr Kesch in einem Unterricht gesagt,
dass die Nano-Ganztechnologie mit Feuer war von Anfang an dabei, als der Mensch im Dschungel das erste Fleisch über das Feuer legte. Er hat aber nie verstanden, was er da tut. Er hat die Energie des Fleisches in eine Nanoschicht umgewandelt, wo sich die einzelnen Nanopartikel durch die Hitze, Raum und offene Lücken schaffen, also praktisch wie bei dem Beispiel mit dem Kupfer. Und wir sagen dann dazu, das ist ein zartes Fleisch. Also das war eine gute Analogie noch zum Grillabend oder zum Grillen. Ich könnte jetzt eine ganz kurze Bauanleitung zeigen, die nützlich ist, oder Bastelanleitung, die nützlich ist bei der Ganzproduktion, also speziell bei CO2-Ganz, Zinkoxid-Ganz, wo der Hasendraht oder der Hühnerdraht verwendet wird. Ja, gerne. Okay. Hast du Fotos, die du zeigst? Ah ja. Mhm. Ja, ich habe sowas Ähnliches in einer kleinen Präsentation gemacht. Ja, das geht um den, also ihr seht den Bildschirm. Ja. Ja. Ja, und zwar ist in einem früheren Workshop wurde gesagt, dass bei der Verwendung vom Hasendraht oder Maschendraht, wenn man da ein Stück rausschneidet, hat man ja lauter durchschnittene Drahtenden. Und die sind nicht mehr beschichtet mit Zink. Das sieht dann so aus. Und da würde also, wenn man das jetzt zum Beispiel bei einer Zinkganzproduktion verwendet, entsteht da kein reines Zinkoxidganz, sondern durch die offenen Stellen ist immer ein bisschen CH3 dabei. Und ja, und das habe ich, darüber habe ich mich eben Gedanken gemacht, weil ich noch eine ganze Rolle für den Draht habe, um den weiterverwenden zu können. Und zwar wird der Draht mit einer Falltechnik praktisch so gefalten, dass die ganzen offenen Stellen an der Oberseite sind. Ich zeige es euch mal kurz. Und zwar brauchen wir ein Stück Draht, 21 mal 21 cm. Speziell jetzt für den Becher habe ich es gemacht. Ich gehe da jetzt ein bisschen schneller drüber, weil das ist nicht so spannend. Ich zeige eigentlich nur den Effekt dann. Und sorry, ich glaube, mein Computer ist. Also wir sehen noch den Plastikbecher jetzt. Ja, ich denke, der Computer ist abgestürzt. Ja. Da war kurz das erste Bild zu sehen. Du hast auch mehr als zwei Bilder in dem gleichen Ordner? Ja, das sind 12 Bilder und die sind praktisch in einer Präsentation. Also das ist. Okay, die sind auch alle im gleichen Format, wie ja. JPG zum Beispiel? Ja, genau. Oh, Wahnsinn. Na, sorry, ich konnte es euch nicht zeigen. Mein Bildschirm ist eingefroren, ich kann nichts mehr. Ich kann jetzt noch mal raus. Ja, ich kann aber deine Bildschirmteilen beenden. Vielleicht kommst du dann weiter. Ich versuche es noch einmal neu. Ja. Ja, ich habe jetzt gerade die Meldung gekriegt, dass mein Präsentationsprogramm, dass es abgestürzt ist. Ich könnte. Eine Sekunde, dann geht's weiter. Du machst das heute ganz spannend, Wolfgang. Huh? Ja, das klappt einfach nicht. Wie gesagt, ich habe mir das schon im Kopf alles zurechtgelegt, aber er will uns ein bisschen zappeln lassen.
Also ich hatte das gleiche Problem. Ich habe in der Präsentation einfach eine PDF-Datei erstellt, wo alles hintereinander ist. Ja, das kann ich... man die eine Datei dann laden und weißt du, dann hast du weniger Probleme. Ja, das habe ich auch gemacht. Bloß da war dann das Größenverhältnis nicht gestimmt und dann habe ich gedacht, ich mache das mit der Präsentation. Okay, also neuer Versuch. Könnt ihr was sehen? Ja. Okay. Also das haben wir ja schon gesehen da mit der Drahtrolle. Die Schnittstellen. Dann als Beispiel schneiden wir mal so ein Stück Draht aus. Für so einen Becher, da habe ich die Maße angegeben. Also das ist jetzt alles etwas zu groß für den Bildschirm. Und ich zeige jetzt die Falltechnik, wie man den Draht falten müsste, aber weil das an dem Drahtgeflecht schwer zu zeigen ist, weil das zu unhandlich ist, habe ich das praktisch analog an einem Blatt Papier, zeige ich das. Und zwar möchte ich da unten zeigen, bei dem Drahtgeflecht, das ist die rote Umrandung, zeigt praktisch die offenen Drahtstellen. Also in der Regel ist bei so einem Drahtgeflecht dann sind vier Seiten, die offene Drahtenden haben. Wir falten dann das Ganze einmal nach oben, dann halbieren das und haben dann schon einmal bloß noch drei offene Seiten. Das wird dann weiter gefalten in der Form. Wie gesagt, ich übergehe das jetzt, weil es ist jetzt nicht so prickelnd, denke ich. Das sieht dann so aus. Also das mit die drei offenen Seiten oder mit die drei offenen Seiten, ja genau, wird dann entsprechend gefalten und sieht dann so aus. Wir haben dann schon in der Form bloß noch, ist nur noch die obere Seite, befinden sich die offenen Drahtstellen. Und ja, das ist eigentlich schon der größte Teil der Faltung. Jetzt wird das Ganze noch so zusammengefalten, dass es kompakt ist. Also der rote Bereich zeigt immer wieder an, wo die offenen Schnittstellen sind. Und das Ganze wird dann so zusammengefalten, dass es dann zum Schluss so aussieht. Und ja, man biegt dann so einen kleinen Haken ran. Und letztendlich sieht es dann so aus wie im rechten Bild unten rechts so in dem Bild. Es ergibt sich dann so ein Paket, ca. 8,5 cm hoch, mit so einem Haken dran, das ist eine Seitenansicht, wo man das Ganze dann in den Becher, da sieht man es auch noch einmal, die Papierversion und dann die analog die Drahtversion. Und das kann man dann in den Becher so reinhängen und kann also praktisch dann, und hat keine offene Drahtstellen, wo dann ungewollt CA3 mit entsteht. Ja, das war eigentlich schon die ganze Vorstellung. Ein guter Tipp. Vielen Dank, Wolfgang. Es war ein Schnellkurs im Origami. Genau. Okay. Sehr schön. Ja, guter Tipp. Vielen Dank. Super. Ja, danke, dass du das mit uns teilst. Hat noch jemand was? Jetzt bin ich auf meiner. Hört man mich jetzt? Oh, schade. Jetzt hörst du dich ganz normal an, ja. Die Mickey Maus ist weg. Ja, weil ich bin von kurz rausgegangen und wo ich reinkam, war die Frage, was im Schlafzimmer machen. Ich habe also ein ganz eigentümliches Ding im Schlafzimmer gemacht. Ich habe Weihnachtskugeln, vier Weihnachtskugeln, die drei Grundgänse in jedem eins und in die vierte Kugel habe ich ein Jodgans reingemacht. Dann habe ich einen 20 cm Plastikring aufgehängt mit an drei Punkten. Und an diesen drei Punkten habe ich vielleicht so 10, 15 cm lange Sehne runterhängen lassen. Und dort habe ich die drei Kugeln mit den Grundgrenzen angebunden.
Und die vierte Kugel mit dem Jodgans, die habe ich, also wenn man das so macht, auf einen 20 cm Ring drei Kugeln verteilen, dann haben die genau 18 cm Abstand voneinander, alle drei. Und die Jodkugel, die Jodganskugel, die habe ich dann so weit hochgehängt in der Mitte, dass sie auch zu jeder von den drei Kugeln 18 cm Abstand hat. Das Ding, das hängt bei mir neben dem Bett an der Decke. Und da kann man nach schlafen, da kann man, also die Träume sind viel intensiver, auch die Meditation, also für mich ist eine Version, die ich als sehr gut empfinde. Also es ist dann wie eine Sternformation, ne? Genau. Super, werde ich probieren. Aber die Christbaumkugeln sind Glaskugeln, ne? Ja. Es ist sehr einfach zu machen, wenn man also einmal dieses Ganzwasser hat von diesen vier Ganzsorten. Ich nehme also vier, ich habe also silberne, ich habe den ganzen Kübel voll gekauft im Bauhaus, das waren die haben nach Weihnachten hat der ganze Kübel voll nur 3 € gekostet. Und das hat, also dieser Ring, den habe ich eigentlich auch aus dem Plastikstab mir gebogen und mit Isolierband nur zusammen gemacht und dann mit Angelsehne gearbeitet. Das ging ganz wunderbar. Und wie gesagt, also ich habe dann auch einen Test gemacht mit Kupferdrähten, das Feld zu messen. Also nur aufhängen, da war das schon, fing das an mit 2 Metern. Und nach einer halben Stunde oder so, da war das schon auf 8 oder 9 Meter hoch. Und dann am nächsten Tag habe ich dann draußen gemessen, und weil das drinnen nicht mehr messbar war, also bin dann so bei 17, 18 Meter ungefähr gewesen. Dabei ist es geblieben. Wie machst du den Test mit den Kupferkabeln? Zwei Kupferstäbe, die werden am Ende ein bisschen umgebogen, die nimmt man so in die Hand, man kann da auch, also wie so Wünschelruten, ne? Und die überkreuzen sich dann, wenn du in das Energiefeld reinkommst. Und das ist, wie gesagt, das ist also dieses Energiefeld geht weit über das Haus hinaus. Und ich habe das Ding jetzt mittlerweile, weiß ich gar nicht, 4, 5 Monate. Den Tag, wo ich es gemacht habe, da kam meine Nichte, die war dann unten in der Küche mit meiner Mutter und sagte, ich spüre im ganzen Körper einen Kittel. Und die war ganz begeistert. Also, das ist. Die Kugeln, hast du die komplett gefüllt mit Ganzwasser? Nee, ich habe, glaube ich, nur 20 Milliliter reingemacht. Die waren nicht sehr groß, die Kugeln. Und 20 Milliliter. Ich glaube, oben in der Jodgans-Kugel ist sogar noch ein bisschen weniger. Warum hast du dieses Jodgans ganz oben reingemacht? Ja, das Jodgans, haben wir da mal mit der Klaus Triller davon erzählt, dass das also sehr gut ist für die Gesundheit und was weiß ich. Habe ich einfach diese Kombination mit den drei Grundgänzen und dem Jod gemacht. Und das hat mir gefallen. Ja, ich schreibe mir das mal kurz eben auf. Dieses Jodgans habe ich noch nicht gehört, aber ja. Jo, ich danke dir. Ich werde das probieren. Super. Nicht zu danken. Ja, vielen Dank. Wunderbar. Ich hätte eine Frage noch an den Holger. Und zwar, wie du das Jodgans gemacht hast, würde mich interessieren. Und zwar mit Algen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen. Mario hat mir das gesagt. Ich habe das dann auch irgendwo bestellt, habe mir sogar, glaube ich, einen Link geschickt. Und habe also eine ganz normale Zinkproduktion,
Zinkgasproduktion eingeleitet, wo dann schon ein bisschen ganz war, habe ich dann einfach nur von diesen Algenblättern dazugegeben und das Ganze, das wird dann eher so ein bisschen rosa. Und das ist, irgendwann hat es dann auch aufgehört zu produzieren und dann habe ich das irgendwann abgebrochen, nicht weiter. Ich habe gedacht, wahrscheinlich werden diese Algen nachher auch dann noch verfaulen. Dann habe ich sie abgeschöpft und habe den ganzen Prozess eingestellt und habe mit diesem bisschen ganz, das ich habe, damit, das ist auch für mich genug, wie soll ich damit handeln. Du hast praktisch in einer Zinkoxid-Ganzproduktion die Algenblätter mit reingegeben. Ja, nachdem sich schon ein bisschen Zinkgans gebildet hat, habe ich dann die Algenblätter dazugegeben. Okay, danke. Mario, was waren das für eine Algen? Du hattest mir das empfohlen. Ich kann mich da nicht mehr. War das Spirulina? Oder einfach Kelp, aus Kelp, also verschiedene Meeresalgen, jodhaltige Algen? Aber möglicherweise war es Spirulina? Nee, das waren Algen. Und du hast mir, glaube ich, sogar einen Link da in den Chat gesetzt. Dort habe ich sie dann auch gesehen. Chlorella, meinst du? Das könnte sein. Ich weiß das jetzt nicht mehr genau, was ich da empfohlen hatte. Ja, aber das hat es mir empfohlen, das sind die Algen, die fast vollständig aus Jod bestehen. Ja, das kann man ja rausfinden, also jodhaltige Algen, das kann man ja finden, wenn man das sieht. Hat auf jeden Fall gut funktioniert. Noch meinen Dank heute dafür. Ja, nicht zu danken. Ja, ich habe noch kurz was. Hat jemand, ich habe mal im Chat diese Frage gestellt, mit diesem Food Guns. Nimmt es denn jemand von euch? Also ist jemand damit schon so am Arbeiten und hat jemand damit Erfahrung gemacht schon, also dass man wirklich tatsächlich was merkt? Gut, dann werde ich das wahrscheinlich anfangen. Ja, dann fang doch mal an und berichte uns. Also ja, einige von uns haben schon experimentiert damit. Aber ich weiß, dass in der polnischen Community zum Beispiel jemand ist, der das schon seit einem Jahr macht. Mhm. Und oftmals sind die es machen, machen es auch still vor sich hin und sprechen nicht drüber oder brechen das Experiment irgendwann ab. Aber ja, wäre doch schön, wenn du uns davon berichtest. Also ist es vielleicht am Anfang ein bisschen, der Umstieg ein bisschen, naja, wie kann man sagen, entweder man ist wirklich so knallhart und sagt, ab morgen fange ich an, oder man macht es, okay, dann nur noch zum Abendbrotfest essen, aber dann kommt man ja in diesen, naja, wie sagt man so, dann verleitet man sich dazu, denke ich mal, am Abend mehr zu essen, als man sonst normalerweise isst. Und daran liegt wahrscheinlich die Schwierigkeit zu sagen, konsequent, nein, ich nehme jetzt nur noch das. Und das wird wahrscheinlich das größte Hindernis sein, was wir überwinden müssen. Daran zu glauben, dass es wirklich funktioniert und auch und im Prinzip umzudenken von dieser ganzen materiellen Welt da. Jo, ich danke euch erstmal. Ja, ich danke auch. Hat noch jemand was zu teilen? Oder anzumerken? Wenn nicht, dann würde ich sagen, beenden wir für heute und treffen uns wieder am 25. Juni. Das ist der vierte Montag des Monats Juni um 19:30 Uhr wieder.
Und ich freue mich auf eure Experimente bis dahin. Vielen Dank nochmal an die fleißigen Experimentierer und alle, die mitgewirkt haben, dies mitzugestalten. Eure Co-Hosts heute Abend waren Stephanie Spielberg, Christian Böttgenbach, Mario Kienappel und myself, Danny Mo. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und wünsche euch einen schönen Abend. Ja, danke schön auch von mir, Christian. Und ich möchte sagen, dass ich das ganz besonders fand, wie heute so ein gemeinschaftliches an Themenarbeiten hier aufgetaucht ist, was wir anfangs sonst noch nicht so stark hatten wie heute. Das war eine besondere Entwicklung. Ich bin gespannt, ob das so weitergeht. Danke auch von mir. Allen einen schönen Abend. Tschüss. Oh, nehmt euch alle noch ein Stück Kuchen mit. Nicht, dass der hier stehen bleibt. Okay. Ja, ich nehme mir so einen Quadratmeter mit. Oh ja, immer gut. Kuchen ist immer gut. Und noch eine Tasse Kaffee. Und ohne Flasche Wein nehme ich zu den Kuchen, weil sonst wäre das zu trocken. Den Kuchen nehme ich gern. Danke an alle. Ja, ciao. Die Kirschen und die Erdbeeren nicht vergessen. Danke. Ja, danke und gute Nacht. Gute Nacht.